Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Durch die Sendung führt Podcaster und Lokführer Gregor Börner. Und der begrüßt ganz herzlich zur 28. Ausgabe von Langsamfahrt. Heute mit diesen Themen. Welchen Erfolg hat das 9-Euro-Ticket und wie müsste es jetzt eigentlich danach weitergehen? Das Gedränge an Bahnsteigen wurde wissenschaftlich untersucht. Außerdem, wie aus einem Akkutriebwagen ein Dieseltriebwagen wurde. Wir vergleichen die Bundesverkehrsfinanzierung, wie viel Geld wird im kommenden Jahr in die Straße und wie viel in die Schiene gesteckt. So viel vorab, im Koalitionsvertrag wurden andere Verhältnisse vereinbart. Es geht außerdem um die Reaktivierung von Bahnstrecken, die könnte nämlich jetzt deutlich einfacher werden. Außerdem noch Chaos in Mittelhessen. Und als Museumsbahn haben wir heute die historische S-Bahn Hamburg. Die Musik im Hintergrund ist wie immer von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn. Und ich verweise euch direkt zum Anfang noch auf langsamfahrt.de, Ausgabe Nummer 28. Dort gibt es zu allen Themen noch weiterführende Links und natürlich auch die Musik zum Herunterladen. Außerdem noch der Hinweis, dass dieser Podcast durch Spenden von Hörerinnen und Hörern finanziert wird. Mehr dazu am Ende des Podcasts und auf langsamfahrt.de/spenden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Um die Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiepreisen zu entlasten, hat uns die Bundesregierung das 9-Euro-Ticket geschenkt. Gültig im Juni, Juli und August. Für 9 Euro kann man alle Nahverkehrszüge in ganz Deutschland nutzen. Die Züge werden derzeit auch gut ausgelastet, vor allem am Wochenende. Stimmen werden aber auch nun laut, ab September sollte es ein attraktives Folgeangebot geben. Bei mir im Studio ist Thomas Kraft, Landessprecher für Hessen vom Fahrgastverband ProBahn. Hallo Thomas. Hallo. Das 9-Euro-Ticket hat die Bundesregierung groß angekündigt. Es war auch reichlich umstritten, weil der Bund sagt was die Länder ausführen müssen, aber das ist ein Thema für sich. Jetzt haben wir das Juni, Juli, August. Auf einen Monat können wir zurückblicken. Wie wurde denn oder wie wird das 9-Euro-Ticket denn angenommen? Die Skepsis war im Vorfeld größer. Ich habe auch gedacht, Mensch, wie wird das funktionieren? Aber im Endeffekt muss ich sagen, es hat doch besser funktioniert wie gedacht, ne? Oder unterschiedlicher. Während man sagen muss, die großen Regional-Express-Tangenten, sprich auch die langlaufenden REs, die sind wirklich richtig dick überfüllt. Und da sieht man, da sind wir an Kapazitätsgrenzen gestoßen, da geht wirklich keine Maus mehr rein. Und da sind die Züge einfach, die sind auch zu kurz. Ne? Das ist jetzt festgestellt worden, mit dieser Kapazität kriegt man keine Verkehrswende mehr hin. Dagegen im städtischen Nahverkehr und auch im in den Nebenstrecken, da hat es auch zugenommen, durchaus. Also es hat insgesamt zugenommen, selbst auf einer Lokalbuslinie merkt man, es sitzen jetzt mehr Menschen im Zug. Aber es ist nicht so stark. Die stark wirklich nachgefragten Strecken sind die langlaufenden RE-Linien in Deutschland. Das heißt, die Züge sind wirklich gut ausgelastet. Kann man das Ganze vielleicht auch als so einen Modellversuch, so eine Vorschau auf eine Mobilitätswende betrachten und kann jetzt daraus lernen, okay, hier, da ist deutlich Bedarf. Oder meinst du, es sind gar nicht so viele, die jetzt tatsächlich ihren Weg zur Arbeit damit auch bestreiten? Doch, also es sind auch Menschen umgestiegen, um im Alltag damit zu fahren. Das ist bekannt. Also gut, ein Großteil nutzt es jetzt als Freizeitmöglichkeit oder halt, um Verwandte zu besuchen oder Ähnliches. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ein Feldversuch.
Es wird ja auch von verschiedenen Unis sogar jetzt begleitet und untersucht. Ich bin da mal auf die Ergebnisse gespannt. Man kann wirklich sagen, die Menschen wollen halt ein einfaches System haben und man kann da vielleicht auch Rückschlüsse ziehen, wenn der Mensch ein verständliches Preissystem, ein bezahlbares Preissystem hat, dann fährt er auch Zug. Also die Erkenntnis kann man auf jeden Fall schon mal daraus ziehen. Es war vorher viel zu kompliziert, beziehungsweise es ist grundsätzlich viel zu kompliziert, in Deutschland in den verschiedenen Regionen mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Bevor das 9-Euro-Ticket kam, wurde unter anderem auch von ProBahn gefordert, dass es Extrazüge oder verstärkte Züge geben soll. Hier und da in Deutschland habe ich gesehen, gibt's das auch? Wie ist denn da so der Überblick? Wurde da wesentlich mehr eingesetzt oder eigentlich so gar nicht so? Ja. Also es wurde im Endeffekt doch dann zu wenig eingesetzt. Da sind zwar Verstärker da, aber so richtig fest merken tut man es ja nicht. Also jetzt nehmen wir doch nur mal hier unsere Linien in Hessen wie den RE30, den RE50. Die fahren weiterhin mit dem siebenteiligen oder Doppelstockzug zum Beispiel oder sechsteiligen Doppelstockzug. Da müssen dann die Menschen weiterhin rein. Es ist einfach auch nicht mehr Material da, weil auch die Aufgabenträger immer nur das bestellt haben, was gebraucht wird. Und nebenbei mal einfach so ein paar Züge nebenhin stellen, das gibt's ja heute leider nicht mehr. Demnach konnte das auch nicht, der Gedanke mit dem 9-Euro-Ticket ist irgendwann im März entstanden. Da konnte nicht im Juni auf einmal jetzt Ersatzmaterial von jetzt auf gleich beschafft werden. Ist leider so. Ich hätte mir es auch anders gewünscht. Hier und da sieht man, dass am Wochenende die Züge länger fahren. Da ist dann so die Berufsverkehrsreserve, die am Wochenende normalerweise in den Abstellanlagen steht, noch als Verstärkung dran. Also es fahren nicht mehr Züge, aber die Züge, die da sind, sind durchaus länger. Das sieht man aber auch nur hier und da. Oder ist das eine falsche Einschätzung von mir? Ja, man sieht es nur hier und da. Und man sieht ja wirklich, dass es nicht so umfangreich vonstatten geht. Jetzt gehen wir mal hier aus Hessen raus. Es wird ja immer das eklatanteste Beispiel genannt von Berlin an die Ostsee. Ja, da ist überhaupt nichts mehr möglich. Da gibt es keinen einzigen Doppelstockwaggon, den man da hätte noch irgendwo einpflegen können. Die Züge sind da, wird quasi alles das gefahren. Natürlich auch noch da jetzt am Wochenende auch das gefahren, was vielleicht noch unter der Woche fährt. Mehr ist leider nicht zu fahren. Und da muss man dann sagen, es muss bei zukünftigen Leistungsausschreibungen muss die Verkehrswende mit berücksichtigt werden. Anders geht es nicht und man muss auch darüber nachdenken, dass für den laufenden Betrieb, sprich diese sogenannten Regionalisierungsmittel, die ja den Schienenpersonennahverkehr insgesamt finanzieren, dass diese Mittel, die der Bundeshaushalt bereitstellt, dass diese jetzt sukzessive die nächsten Jahre schrittweise erhöht werden und deutlich erhöht werden. Ja, man hat ja jetzt auch innerhalb von kurzer Zeit für 3 Monate mal schnell 2,5 Milliarden Euro bereitstellen können. Dann muss man das auch möglich machen können, dass in den künftigen Jahren deutlich mehr Geld für den laufenden Betrieb des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung steht. Dann können auch mehr Züge bestellt werden. Ende August ist das Ganze wieder vorbei, dann gelten wieder die regulären Tarife. Wie ist eure Meinung von ProBahn, das Angebot des 9-Euro-Tickets zu verlängern? Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass Flatrate-Tickets eine gute Idee sind. Wir haben es noch nicht zu Ende gedacht. Also eine abschließende Meinung haben wir dazu noch nicht. Aber man wird dazu übergehen müssen, die wirklich völlig unterschiedlichen Tarifsysteme, wo man ja das Fahrgastabitur braucht und die auch sehr unterschiedlich sind in der Preisstruktur, die zu vereinfachen, verständlicher zu machen, auch so zu machen, dass ich deutschlandweit mit einer Fahrkarte fahren kann, das muss unbedingt jetzt neu entwickelt werden. Es wird nicht von jetzt auf gleich passieren, aber die Diskussion dazu, die ist jetzt im Gange. Die Menschen haben festgestellt, beziehungsweise die sagen, Mensch, hier, da habt ihr eine grundsätzlich gute Idee geschaffen, die wird man jetzt nicht mehr aus der Welt bringen. So ähnlich wie heutzutage das Homeoffice, das wird man nicht mehr wegdenken können, so wird man jetzt auch die Flatrate-Tickets nicht mehr für den öffentlichen Nahverkehr aus der Diskussion bringen. Und deswegen muss es da eine Nachfolgeregelung geben, eine günstige, möglichst ohne Barrieren wie Landkreisgrenze oder Bundeslandgrenze, dass ich dann wieder irgendein anderes Ticket brauche, das muss auf jeden Fall kommen.
Es gibt ja immer wieder mal Forderungen, vielleicht ein 29-Euro-Ticket, allein um auch so ein bisschen Geld da wieder in die Kassen reinzubringen, oder ein 365-Euro-Ticket, also 1 Euro am Tag. Habt ihr dazu schon irgendwelche Meinungen? Das ist durchaus in diese Richtung, wird es gehen müssen. Man sieht ja die Beispiele auch in anderen Ländern. Das ist der richtige Weg. Wie ich nur eben sagte, es muss, um dieses zu finanzieren, wir reden ja jetzt im Moment davon, dass etwa 9 Milliarden Euro im Jahr bereitstehen, um den Schienenpersonennahverkehr, wie er jetzt ist, zu finanzieren. Diese Mittel müssen auf 15, 20 Milliarden Euro hochgeschraubt werden, damit der Steueranteil dann halt deutlich höher ist. Und dann kann ich wirklich auch diese Flatrate-Tickets in einem Preissegment anbieten, die in die Richtung gehen. Die Entscheidung muss schnellstens fallen. Ich hoffe, dass die Bund und Länder sich schnellstens zusammensetzen, die Verkehrsminister, und darüber sprechen. Gerne bringen wir uns dazu auch ein. Aber das muss natürlich durchdacht werden. Die Ideen sind da, in welchem Preissegment sich das bewegen wird. Das muss auf jeden Fall für den einfachen Menschen, der nur wenig Geld hat oder vielleicht sogar im prekären Beschäftigungsverhältnis ist, mit wenig Einkommen, für den muss die Bahn wieder bezahlbar werden. Wir merken jetzt am 9-Euro-Ticket, dass die Züge sehr voll sind, dass viele Menschen mit der Bahn fahren, die auch vielleicht lange vorher nicht mehr Bahn gefahren sind. Wenn jetzt diese Alternativen zum 9-Euro-Ticket kommen, wie sie auch nachher heißen, 29-Euro-Ticket, 365-Euro-Ticket, irgendwelche Flatrate-Angebote, die werden ja dann auch wieder dazu führen, dass die Züge voller werden. Müsste man dann nicht auch gleich wesentlich mehr Leistungen bestellen, längere Züge, mehr Züge? Auf jeden Fall. Die Ausschreibungen müssen künftig anders lauten. Die sind ja jetzt seit der Bahnreform 1994 durch dieses EU-Recht all nach Wirtschaftlichkeitskriterien ausgerichtet, so nach dem Motto, was ist der aktuelle Bedarf, also muss ich danach für die nächsten 10, 15 Jahre die Leistung auf die Schiene bringen. Ja. Jetzt müssten dringend diese Kriterien mit eingeplant werden, nicht nur wenn halt Tarife vereinfacht werden und der Mensch durchaus eher mit der Bahn fährt, sondern auch wie Sachen wie Verkehrswende, dass ich auch die Klimaschutzziele erfülle, dass ich sage, ich will den Anteil am Schienenpersonenverkehr will ich verdoppeln oder noch mehr bis 2040, dann muss ich einfach sagen, die nächsten Ausschreibungen bedeuten, ich muss aus einem 2-Stunden-Takt einen Stundentakt machen, ich muss anstatt einem 7-teiligen Zug einen 10-teiligen Zug fahren lassen. Das muss in die künftigen Ausschreibungen hinein. Leider muss man insbesondere sagen, hat Hessen das überhaupt nicht in den aktuellen Ausschreibungen seit 2020 berücksichtigt. Das ist fatal. Da sind seit 2020 mehrere Verträge falsch entschieden worden. Also wir fassen mal zusammen, 9-Euro-Ticket wird ganz gut angenommen, läuft besser wie vorab gedacht. Es muss zukünftig Alternativen geben, allerdings auch mehr Züge oder längere Züge. Thomas Kraft, Landessprecher für Hessen vom Fahrgastverband Pro Bahn, vielen Dank. Bitteschön. Viele von euch kennen das. Am Bahnsteig stehen viele Menschen und oft auch noch dicht zusammen in Gruppen. Dann kommt der Zug und nur vor einzelnen Türen bilden sich Menschentrauben. Andere Türen am Zug werden oft gar nicht genutzt. Das Forschungszentrum Jülich hat das Gedränge an Bahnsteigen nun wissenschaftlich untersucht. Dazu wurde Ende 2021 1500 Menschen in eine Mehrzweckhalle in Düsseldorf eingeladen. Und man hat verschiedene Szenarien durchgespielt. Das Ziel der Untersuchung? Die Leistungsfähigkeit von Bahnsteigen zu erhöhen. Ich spreche jetzt mit Professor Dr. Armin Seyfried vom Forschungszentrum Jülich und der Universität Wuppertal. Guten Tag. Guten Tag, Herr Börner. Sie haben Versuche gemacht mit Menschen, die sich durch Türen drängen müssen. Wir alle kennen das am Bahnhof. Der Zug kommt und die ganzen Fahrgäste stehen alle vor einer Tür, durch die erst alle Leute aussteigen und dann alle einsteigen, während andere Türen gar nicht benutzt werden. Kurz zusammengefasst, warum machen Menschen sowas?
Da gibt es sehr viele Gründe. Das kann sein, dass Sie das zum einen nicht wahrnehmen. Das kann sein, dass Sie diesen einen Wagen bevorzugen, weil Sie schon wissen, wann Sie aussteigen und wo Sie aussteigen und das dann der nächste oder der kürzeste Weg ist. Also sehr viele Gründe, nicht einen einzigen. Ja, ich verstehe das immer nicht. Ich nehme immer die Tür, die keiner nutzt und bin eher drin und kriege vielleicht sogar noch einen Sitzplatz. Aber ja, der Mensch ist ein Herdentier, finde ich, merkt man an der Stelle sehr. Sie haben jetzt Versuche gemacht im Oktober 2021. 1500 freiwillige Menschen in einer Mehrzweckhalle in Düsseldorf und Sie haben da ein paar Versuche gemacht. Das Ziel sollte nämlich sein, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Bahnhöfen bei hohen Fahrgastzahlen zu verbessern. Was waren das denn für Experimente? Ja, wir haben dort verschiedene Experimente, nicht ein einzelnes, sondern verschiedene Experimente durchgeführt. Und bei dem einen geht es tatsächlich darum, wie Fahrgastwechsel, von welchen Faktoren der Fahrgastwechsel beeinflusst wird. Also wir hatten dort eine Zugtür aufgebaut, die sich geöffnet und geschlossen hat, und in dem Zug waren Probanden, außerhalb der Tür waren Probanden, und dort haben wir eben dann den Fahrgastwechsel durchgespielt mit verschiedener Anzahl, mit Gepäck, mit sozusagen hoher Motivation, niedriger Motivation, alle möglichen Variationen. Das war der eine Versuch. In dem anderen Versuch haben wir einen Bahnsteig aufgebaut und haben auf diesem Bahnsteig unterschiedliche Hindernisse positioniert, um dann zu schauen, wie diese Hindernisse die Warteposition der Reisenden beeinflusst. Also welche Orte werden bevorzugt, welche werden nicht bevorzugt und wie ändert sich das, je nachdem, ob ein Hindernis auf dem Bahnsteig steht oder keins, und was ist besser sozusagen für die Verteilung. Jetzt waren das 1500 Menschen. Was haben Sie denen vorher gesagt, was das für ein Experiment ist? Weil ich stelle mir das vor, die wissen so, ja, wir sollen da irgendwie möglichst zeitnah in den Zug reinkommen, dass das dann unter den Versuchsbedingungen sehr gut funktioniert, anders als im wahren Leben. Ja, also sagen wir so, wir haben in diesen Experimenten, oder wir haben mittlerweile sehr gute Erfahrungen in dem, wie wir die Motivation der Probandinnen verändern und nicht verändern können. Also es geht ja immer um die Frage in einem Laborexperiment, wie realitätsnah ist das? Und natürlich ist die Realität komplexer und hat viele Einflussfaktoren, aber in einem Experiment ist man in der Lage, eben einen Faktor zu variieren und die anderen aber konstant zu lassen. Also das geht. Und da haben wir schon sehr viel Vorerfahrung, zum Beispiel bei der Frage in so Einlassen, Einlass zu einem Konzert, und dann kann man eben mit unterschiedlichen Motivationen oder unterschiedlichen Ansagen an die Probanden die Motivation ändern. Zum Beispiel bei dem Konzert haben wir benutzt, stellen Sie sich vor, nur die ersten 100 bekommen einen guten Platz an der Bühne, die anderen müssen weiter hinten Platz nehmen und sehen nicht so gut. Oder stellen Sie sich vor, es gibt Sitzplatzkarten und dann hat jeder seinen festen Sitzplatz, und dann kann man sehr fein und sehr präzise das Verhalten der Menschen tatsächlich so abbilden, wie es in der Realität auch ist. Ja, also mal drängeln die dann wie verrückt, mal sind sie ganz entspannt, und solche Techniken haben wir aber auch in diesen Experimenten genutzt. Also kann man sagen, vielleicht am ICE, jeder mit Sitzplatzreservierung, da läuft das alles ein bisschen geordneter ab wie bei einem Regionalzug, bei dem man weiß, die Sitzplätze reichen nicht, ich will jetzt möglichst schnell da rein, um noch einen zu kriegen. Genau, und dann sind die Menschen da drinnen auch noch sehr unterschiedlich, und auch das haben wir variiert. Also natürlich ist die Frage, wenn sozusagen ich alt bin und ich weiß, dass ich nicht die ganze Zeit stehen kann und ich auf einen Sitzplatz angewiesen bin, habe ich es vielleicht eiliger als jemand, der jung ist. Gibt es natürlich unterschiedliche Charaktere, aber auch genau auch diese Variation haben wir versucht, in unseren Experimenten eben durch versteckte Ansagen auch zu variieren. Also das heißt, ein Teil der Probanden und Probandinnen hat die Anweisung bekommen, hochmotiviert zu sein, ein anderer Teil weniger motiviert. Was haben Sie denn gelernt aus diesen Versuchen? Was konnte man ableiten? Oh, sehr viel. Ich kann da gar nicht, weiß gar nicht, wo ich jetzt hier anfangen soll. Aber eins der überraschendsten, also wir sind, ich muss sagen, das ist jetzt natürlich, wir sind noch dabei in der Auswertung, und das, was ich jetzt erzähle, sind basiert auf ersten qualitativen Beobachtungen, also Sichtungen der Videos. Das ist jetzt noch nicht gemessen. Aber was sich, glaube ich, schon herausgestellt hat, ist zum Beispiel bei dem Bahnsteig,
Da war immer unsere Idee, wenn der leer ist, dann ist es besser für die Ein- und Aussteigenden. Ja, also wenn er leer ist, wenn er ganz frei ist. Es führt allerdings dazu, dass bei einem leeren Bahnsteig die Probanden eigentlich direkt, nachdem sie den Aufgang hochgegangen sind, stehen bleiben. Während aber, wenn man Hindernisse anbietet, an denen man sich anlehnen kann, oder die sozusagen eine Struktur in den Bahnsteig geben, die helfen tatsächlich, das gleichmäßiger zu verteilen. Und das sieht man wohl bei uns in den Experimenten. Also diese Idee, einen Bahnsteig vollständig leer zu machen und dann ist es, dann passen mehr Leute drauf und das ist dann besser für die Menschen, das ist nicht ganz richtig. Also so ein Fahrkartenautomat, eine Werbetafel, ein Infokasten, so ein Schaukasten, sowas lockert das dann mehr auf und die Leute verteilen sich besser. Das sieht tatsächlich so aus und es kann sogar sein, dass auch der, wie soll ich sagen, diese Wartehalle, in die so praktisch einen geschlossenen Bereich irgendwie bietet oder ein Wärterhäuschen oder sowas, tatsächlich auch dazu beitragen kann. Oder was auch eine ziemlich subjektive Beobachtung von mir ist, Menschen steigen aus dem Zug aus und bleiben dann erstmal stehen, als ob hinter ihnen ja niemand ist, der vielleicht auch noch aussteigen möchte. Haben Sie da auch solche Beobachtungen gemacht? Also wir haben ja nicht nur diese Experimente gemacht, sondern wir haben ja auch Felduntersuchungen gemacht, also Beobachtungen auf den Bahnsteigen selbst. Mhm. Und da ist das natürlich so, wobei ich auch hier, Herr Börner, wieder sagen muss, man muss wieder genau auf die Situation gucken. Es kann eine Familie sein, die noch auf einen Teil wartet, ja, der noch im Zug ist und die nicht sozusagen weggehen will. Oder es kann andere Gründe geben, Erschöpfung. Ja, ganz oft finde ich irgendwie das zum Beispiel, oder auch die Angst, das Gepäck zu verlieren oder keine Übersicht darüber zu haben. Also es ist immer sehr diffizil und ich glaube, man sollte sehr vorsichtig mit solchen allgemeinen Vorwürfen gegenüber den Reisenden sein, zu sagen, die machen das alles falsch. Also auch ich habe mich letztens dabei ertappt, dass ich auf einem fremden Bahnhof angekommen bin und ich gehe die Fahrtreppe, also gehe den Aufgang nach oben und bleib stehen, was natürlich auch jeder kennt, ja. Und das natürlich, aber ich habe das gebraucht, diesen Moment, um mich überhaupt zu orientieren. Ja, also ich musste mich ja auch erstmal orientieren, wo gehe ich denn jetzt hin? Und diesen Moment, den muss man dann eben auch zulassen und auch verstehen, woher der kommt. Und andere ältere Leute sind dann oben auf der Treppe einfach auch erschöpft. Die brauchen auch mal einen Augenblick Pause. Und so ist es immer irgendwie doch sehr, sehr variabel, sehr divers, was auf den Bahnsteigen passiert. Und das sollte man irgendwie als guter Wissenschaftler eben auch dabei berücksichtigen. Gibt es Unterschiede, ob das jetzt irgendwie so der Berufsverkehr ist, wo alle morgens müde irgendwie ihren Trott nachgehen, wie immer die gleichen Wege? Da haben ja Fahrgäste manchmal immer dieselbe Bodenfliese, auf der sie warten und alles läuft wie jeden Morgen ab. Gibt es da Unterschiede zu beispielsweise Wochenende oder abends? Wir hatten gedacht, dass es mehr soziale Gruppen am Wochenende gibt, aber das stimmte gar nicht. Also es war irgendwie anders gewesen, aber es ist ganz klar, so wie Sie es jetzt sagen, Herr Börner, natürlich ist es so, dass der Berufsverkehr sich im Wesentlichen aus Menschen zusammensetzt, die den Weg kennen, die sich auch auf dem Bahnsteig sehr gut auskennen, die ihre bevorzugte Plätze haben, die wissen, wo es voll wird und wo es nicht voll wird, die sich also an die Situation auch schon lange, die getrainiert, geübt und gut ist. Und das wird natürlich am Wochenende, erst recht wenn ein 9-Euro-Ticket kommt, ganz anders. Ja, dann sind die Menschen eben nicht geübt, sie wissen nicht, wie man mit vollen Situationen umgeht und dann wird das auch nochmal extra schwierig. Ja klar, das 9-Euro-Ticket würde Ihren Versuch am Bahnsteig gerade wahrscheinlich auf fast jeder größeren Station nochmal wiederholen. Da können Sie auf jeden Fall viel beobachten. Da ist ja gerade wirklich sehr viel Gedränge. Menschen kommen, die seit Jahren nicht mit der Bahn gefahren sind. Haben Sie sowas auch in Ihrem Versuch versucht zu simulieren? Nein, das haben wir jetzt natürlich nicht gekriegt. Wir finden es ein bisschen schade, dass unser Projekt ja eigentlich jetzt in der Endphase ist und sozusagen konsolidiert oder die Ergebnisse konsolidiert werden müssen und wir jetzt nicht mehr in der Lage sind, unsere Beobachtungen zu verlängern. Das wäre jetzt natürlich nun mal wahnsinnig interessant gewesen. Mhm. Ja. Aber so ist das bei den Forschungsprojekten. Die laufen irgendwann mal aus und dann müssen die Promovierenden auch fertig werden und in der Situation sind wir jetzt gerade. Aber ich glaube, was noch mal ganz interessant ist, ist, dass wir in dem Experiment, also in diesem Projekt erstmals mit Soziologen und Psychologen gemeinsam arbeiten, also Naturwissenschaftler und Soziologen und Psychologen, und sozusagen auch das persönliche Empfinden oder die Frage nach dem Stress
den Menschen bei hohen Dichten empfinden, der wurde auch zusammen beleuchtet. Also wir haben versucht, sozusagen einen integrativen Blick auf die Situation zu nehmen. Und das ist irgendwie tatsächlich neu. Also das gibt's auch, glaube ich, ja, würde ich sagen, das ist irgendwie einmalig und auch ein wahnsinniger Gewinn in dem Projekt, weil wir tatsächlich also auch über so elektrodermalen Sensoren, die messen, wie feucht die Haut ist oder wie stark Menschen erregt sind oder gestresst sind, das zu verbinden mit, welche Dichte herrscht denn da jetzt gerade. Was haben Sie da rausfinden können? Wie gestresst sind die Menschen? Also es scheint so zu sein, dass tatsächlich bei niedrigen Dichten, also erstmal ist es so, die Menschen passen sich an. Ja, also auch wenn sie in dem ersten Moment gestresst sind, dass es so voll ist, kommt aber irgendwann mal ein Gewöhnungseffekt und sowas, ich finde mich jetzt mit der Situation ab. Und es gibt auch nicht so viele Unterschiede zwischen sehr hohen Dichten, also 5, 6, 4, 3, sondern es scheint so zu sein, dass die interessanten Veränderungen bei niedrigen Dichten schon passieren, also bei dem Abstand 1 bis 2 Meter. Jetzt ist ja das Ziel, die Leistungsfähigkeit von den Bahnhöfen ein bisschen zu erhöhen, wenn jetzt irgendwie großes Fahrgastaufkommen ist, beispielsweise ein Fußballspiel, ein Konzert oder sowas, und dann sind ja auch auf einmal sehr viele Menschen da. Gibt es denn schon irgendwelche Ideen, die aus Ihren Ergebnissen resultieren, die man an den Bahnsteigen vielleicht verändern kann? Ja, jetzt muss man, glaube ich, genau darauf achten, von welchem Bahnsteig wir reden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, also was wir uns auch angeschaut haben, ist an einem großen Fußballstadion in Düsseldorf. Dort gibt es eine S-Bahn-Station oder eine U-Bahn-Station. Und das war tatsächlich nach den Fußballspielen so kritisch, dass es immer wieder Gleisstürze gab und großes Gedränge. Und dort wurden dann tatsächlich Crowd-Management-Maßnahmen eingeführt. Und die wurden auch immer wieder sukzessive verbessert, also sozusagen. Und da haben wir uns den Prozess auch angeschaut, wie diese Maßnahmen wirken und wie man die noch optimieren kann. Ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass man letztendlich einen Bahnsteig auch absperrt, sozusagen den Zugang zum Bahnsteig regelt, also den beschränkt, damit es nicht überfüllt wird, also die Dichte nicht zu hoch wird. Und tatsächlich auch versucht, das Einsteigen in Warteschlangen zu organisieren. Das funktioniert dann natürlich besser. Gibt es auch irgendwelche Ideen schon, um Fahrgäste auf dem Bahnsteig ein bisschen besser zu verteilen? Gerade nach einem Fußballspiel kommt vielleicht die leere S-Bahn mit einer Länge von, weiß ich nicht, 200, 300 Metern und die Leute stehen alle vor dem mittleren Zugteil, anstatt sich zu verteilen. Gibt es da Ideen für? Ja, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass man eben durch die das Bieten, also es kommt immer so drauf an, sind es Reisenden, die eigentlich länger warten oder sind es Reisende, die nur sehr kurz warten? Also wenn das so 1 oder 2 Minuten ist, dann wird das schwierig werden, die Position zu beeinflussen. Wenn man aber davon ausgeht, dass Reisende länger warten, dann kann man eben durch attraktive Sitzplätze oder Warteplätze, das kann auch eine Werbetafel sein, die was Interessantes zeigt, das können eben, wie gesagt, diese Vorkehrungen sein, wo man sich vielleicht dagegen lehnen kann und wo man sozusagen bequemer wartet oder geschützt wartet. Dadurch kann man attraktivere Plätze schaffen und damit auch versuchen, die Verteilung zu homogenisieren, also gleichmäßiger zu machen. Das ist jetzt, wenn man auf jeden Fall länger wartet und beispielsweise auf einen Fernzug, da kann man sich ja ohnehin schon ganz gut verteilen. Wagenlisten hängen am Bahnsteig oft und man sieht, in welchen Abschnitten etwa der Wagen ist, in dem man reserviert hat, sofern man das hat. Aber jetzt bei einem Fußballspiel, wo es darum geht, die Menschen schnell wegzukriegen, da ist das dann schwierig. Da ist es dann schwierig und was wir dann aber machen oder was dann gemacht wird, wenn das ist einfach über Anweisungen und Personal sozusagen, man nennt die, glaube ich, Pusher, eben auch Menschen sozusagen besser zu verteilen. Also da muss dann aktiv jemand drauf die Menschen ansprechen. Gehen Sie mal ein Stück darüber, da ist nachher auch S-Bahn. Das ist ja auch ganz oft eine fehlende Information. Ja, also ich glaube auch die Frage irgendwie, damit bin ich auch immer wieder konfrontiert, wenn ich mir eine Wartefläche suche, dann suche ich mir, wenn ich weiß, ich warte lange, eigentlich möglichst weit weg, sogar vielleicht, wenn die Sonne scheint, draußen, wenn es angenehm ist. Und meine Angst ist aber immer, stehe ich jetzt eigentlich zu weit weg und bin dann da gezwungen, im letzten Wagen einzusteigen, wo die größte Traube ist. Ja, also die Information, wo der Wagen hält und da, wo ich warte, hält er da oder hält er da nicht, das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also wissen die Reisenden, die kommen, wie lang der Zug ist und ob die Warteposition günstig zum Einsteig sich befindet.
Ja, das ist ja ein Punkt, was zum Beispiel die Deutsche Bahn als der Betreiber der Bahnhöfe mal in Angriff nehmen könnte. Das mehr anzeigen, wie lang ist der Zug, bis wo fährt er, und dann hätten wir ja genau das. Stehe ich noch da, wo überhaupt nachher noch Zug ist, oder stehe ich zu weit vorne oder hinten? Ja, also da ist die Bahn auch dran. Ich möchte die ein bisschen in Schutz nehmen. Es gibt zum Beispiel Versuche, also genau dieses Problem zu adressieren mit einer leuchtenden Bahnsteigkante. Jetzt weiß ich, dass es dabei auch Nachteile gab, aber das war natürlich schon, das sind so die ersten Schritte, die in diese Richtung hingehen. Also dass sozusagen auf über eine Leuchtstreifen an der Bahnsteigkante gezeigt wird, wie lang der Zug sein wird und aber auch sogar schon, wo die Türen sein werden, was natürlich auch eine große Hilfestellung sein kann. Ja, also ich glaube, dass viel oft da die Information hilft, und dann natürlich muss man geduldig sein mit den Reisenden, mit dieser Information auch umgehen zu, also lernen umzugehen. Ja, also es ist immer so, dass natürlich die Infrastruktur das Verhalten der Menschen ändert, aber dass dieser Prozess auch immer ein bisschen dauert. Ja klar, da ist natürlich erstmal ein Lerneffekt, der gerade bei Menschen erstmal kommen muss, die selten mit der Bahn fahren, die dann gar nicht wissen, warum denn der Bahnsteig leuchtet. Aber auch das ist ja jetzt eine Investition, die einfach auch wieder mit sehr viel Geld verbunden ist. An so großen Stationen lohnt das sicherlich, auf kleineren Bahnhöfen dann eher weniger, aber dann wäre ja die auf der Anzeigetafel dann halt der Hinweis ja auch schon günstig umsetzbar. Es gibt auch andere Ideen. Es gibt auch zum Beispiel diese Idee des Füllstandsanzeigers. Ja, also dass man nicht nur zeigt, wo der Zug hält, sondern auch, wie befüllt der Zug ist, also die Waggons sind. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit der Informationsweitergabe, die das optimieren könnte. Und dann vielleicht der Info, dass direkt danach ein Zug kommt, der leer ist. Gibt es ja auch hin und wieder. Menschen warten dann lieber ja nicht 5 Minuten. Ja, wobei, Herr Börner, natürlich man auch vorsichtig sein muss, dass man die Menschen mit der Vielzahl von Informationen nicht erschlägt. Also die Frage nach der richtigen Information, nach der wichtigen, und nicht sozusagen auch eine Informationsmüdigkeit zu haben. Das habe ich ganz schon oft fällt mir das Land nicht ein, wo andauernd eine Durchsage kommt und man dann eigentlich sagt, ich will es jetzt wirklich nicht mehr hören. Ja. Es ist irgendwie mir zu viel und zu viel Information. Und also man muss da auch lernen, die wesentliche oder die gut gebraucht werden kann oder die klar vermittelbar ist, sich auf die Informationen zu beschränken. Also kurz und knapp, das, was wichtig ist. In dem Moment, genau. Ja, bevor der Reisende nicht mehr hinhört, weil in einer Tour irgendeine Durchsage kommt. Sind auf jeden Fall ein paar interessante Erkenntnisse, die daraus resultiert haben, dass sie 1500 Menschen in eine Mehrzweckhalle nach Düsseldorf eingeladen haben und da Experimente gemacht haben, wie sich Menschen an überfüllten Bahnsteigen oder an Bahnsteigen, die vielleicht auch zu klein sind, dann verhalten, um rechtzeitig in Zug zu kommen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Armin Seyfried vom Forschungszentrum Jülich und der Universität Wuppertal. Ja, vielen Dank, Herr Börner, für das nette Gespräch. Eine Pflichtlektüre für Eisenbahnfreunde ist die Zeitschrift Der Schienenbus. Diese entsteht ehrenamtlich und wird herausgegeben von einem Verein. Wir blicken immer gemeinsam in die nächste Ausgabe schon mal rein, und dieses Mal geht es um eine recht interessante Baureihe. Ich spreche jetzt mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo Gregor. Ihr habt in eurem Heft immer wieder interessante Berichte drin und auch über eine Baureihe, von der es gerade mal 2 Exemplare gibt. Das ist ein umgebauter Akkutriebwagen, der ein Dieseltriebwagen wurde, sogar mal ein Wasserstofffahrzeug werden sollte, das dann aber wegen modernerer Fahrzeuge nicht geworden ist. Die Rede ist von der Baureihe 686. Ja, was ist das denn für ein Fahrzeug? Ja, das ist ja eine schöne Geschichte. Das sind ja alte Akkutriebwagen. Die sind nun vor rund 30 Jahren aus dem Betrieb gegangen bei der Deutschen Bundesbahn. Und damals war eigentlich klar, das Themenfeld Akkutriebwagen ist tot. Und jetzt gibt es das aber wieder. Also verschiedene Besteller von Bahnverkehren haben ja Akkutriebwagen wieder auf die Reise gesetzt. Und die Baureihe 686 der Schienenflotte GmbH, das ist eigentlich so ein Versuchsträger, den man mal zu Wasserstoff sogar in der Tat umbauen wollte, aber eigentlich war es ein
alte Akkutriebwagen der Deutschen Bundesbahn, die beiden ETAs 515, 511 und 515, 523. Die wurden auch damals ausgemustert und dann gab es die Initiative, die im Rahmen der damaligen Diskussion um Regionalisierung, neue Triebwagen, dass man die mal umbaute, zunächst auf Diesel, um zu zeigen, was die Industrie eigentlich kann. Ja, das sind zwei Fahrzeuge gewesen. Die hatten auch eine interessante Laufbahn. Die sind eigentlich auch so mehr oder weniger halb durch Deutschland gekommen. Das stimmt. Also wir haben auch tatsächlich nicht nur was im Umbau mit denen passiert ist, sondern wir haben auch die Betriebsgeschichte von beiden Fahrzeugen vorgestellt, wo die in Reich Nordrhein-Westfalen unterwegs waren. Der andere war dann in Hildesheim und Hameln schwerpunktmäßig unterwegs. Da haben wir also wirklich schon mal zwei, drei Seiten über diese beiden Triebwagen, auch mit schönen historischen Fotos. Und dann zeigen wir, wie bei der Regentalbahn der Umbau im Jahre 1990 nach der Übernahme auf die Reise gesetzt wurde. Und das hat von dem typischen alten Aussehen dann erhebliche Veränderungen nach sich gezogen. Also wenn man die Fahrzeuge heute sieht, eins ist immer noch betriebsbereit. Ich sage noch, das wird dann auch bald einer Hauptuntersuchung unterzogen werden müssen. Die sehen heute ganz anders aus in blauer Lackierung und die Front hat eigentlich mit dem alten 515er Triebzug wenig zu tun. Da muss man genau hingucken, um zu erkennen, stimmt, das war früher mal der Akku. Jetzt hatte der als Akkutriebwagen natürlich elektrische Fahrmotoren. Die Energie kam aus den mitgeführten Batterien. Jetzt hat man den damals einfach umgebaut, einen Dieselmotor rein, an den Dieselmotor einen Generator, sodass das Fahrzeug weiterhin elektrisch fahren kann. Eigentlich ja auch eine interessante Antriebsart. Diesel-elektrisch nennt man das. Das ist aber bei der Eisenbahn, gibt es das durchaus auch öfter. In der Tat, und so die alten Akkutriebwagen hatten ja unter dem Fahrzeug erhebliche Bereiche, also Kapazitäten, um diese schweren Batterien damals zu transportieren. Also wer sich noch an die alten 515er erinnert, die hingen ja schon zum Schluss fast durch. So schwer waren ja die Batterien, das ist ja der alte technische Stand. Wir gehen ausführlich darauf ein, wie denn bei der Regentalbahn mit neuen technischen Innovationen gearbeitet wurde, um wirklich zu zeigen, wie moderner Nahverkehr in den 90er Jahren aussehen kann. Die wurden dann auch rund ums Wiesel eingesetzt zunächst, aber leider haben die beiden Fahrzeuge im Versuchsbetrieb, die wurden einfach überholt von der Entwicklung, weil dann die Großindustrie dann doch auch auf die Reise sich gemacht hat und eigene Triebzüge, von denen wir jetzt ja schon die Nachfolgebaureihen im Dieselbetrieb sehen, das haben die dann selber auf die Welt geschickt und inzwischen ist die Entwicklung weitergegangen. Die beiden Fahrzeuge wurden dann nochmal in Sachsen eingesetzt, wurden 2002 durch die Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft in Zittau übernommen und fuhren dann unter anderem im Bereich Eibau, Farnsdorf und Mittel-Herwigsdorf hatten da dort den Betrieb übernommen. Der jetzige Betreiber der Fahrzeuge, der nennt sich Schienenflotte. Und die bieten auch hin und wieder Fahrten mit dem Fahrzeug an. Wo fahren die hin? Was machen die so? Also die haben im Bereich in Niedersachsen auf der Rinteln-Stadthagener Eisenbahn, das ist am Deister westlich von Hannover, sind die auch mal im Verkehr gefahren. Also nicht nur, um so touristisch zu zeigen, dass es eine schöne Gegend ist und auch für die Reaktivierung dieser längst überfällig zu reaktivierenden Strecke geworben haben, sondern da ging es auch darum, zu werben, dass dieses Fahrzeug Perspektive hat. Aber auch in dem Falle war es so, dass die Großindustrie, also die bekannten Betreiber, haben sich das wahrscheinlich alle auch gut angeguckt und haben aber sich selber auf die Reise gesetzt und dann eigene Fahrzeuge entwickelt. Eigentlich muss man sagen, dieses Fahrzeug und die Akteure, die dahinter standen oder stehen auch noch heute, die haben ganz wichtige Impulse gesetzt für die Bahnindustrie. Aber ihr eigenes Fahrzeug hat es dann leider nicht geschafft, wirklich in große Serie zu gehen. Deshalb hatte man am Ende auch überlegt, das zum Wasserstofffahrzeug umzubauen. Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen. Ja, weil es da auch schon modernere Fahrzeuge für gibt. Jetzt gibt es zwei Fahrzeuge davon. Du sagtest eben, einer ist schon abgestellt und bei dem anderen läuft demnächst die Hauptuntersuchung, was ja der große TÜV bei der Eisenbahn ist, ab. Weiß man schon, was mit den Fahrzeugen denn passieren wird? Ob die nochmal eine Hauptuntersuchung kriegen und vielleicht auch weiterfahren? Das weiß ich hier noch nicht. Wir hoffen natürlich, dass der weiterfährt. Es ist ja ein interessantes Fahrzeug. Über die Schönheit lässt sich streiten, wie bei allen Fahrzeugen. Aber es ist mindestens ein sehr, sehr
ich finde, spektakuläres und interessantes Fahrzeug. Und bevor das Fahrzeug abgestellt wird, haben wir als Schienenbus-Team uns überlegt, dass wir eine öffentliche Fahrt anbieten, um, wenn es schon selber kein Wasserstofffahrzeug ist, aber dann dorthin zu fahren, wo Wasserstofftriebzüge dann im serienmäßigen und im planmäßigen Einsatz sind. Da werden wir am 16. April 2023 zur EVB, also ins Elbe-Weser-Dreieck fahren und praktisch den Vorgänger, so ein, es war kein Wasserstofffahrzeug, aber praktisch einen, der in diese Richtung gearbeitet hat, zu den echten Wasserstoffzügen in Islands zu fahren und sich das anzugucken. Eine öffentliche Fahrt, für die wir im neuen Heft auch Werbung machen. Also da in eurem Heft kann man sich über die Fahrt dann informieren und da steht dann wahrscheinlich auch, wie man an Fahrkarten kommt, wer in diesem, ich sag's jetzt einfach mal, einzigartigen Fahrzeug mal mitfahren möchte. Ganz genau. Die Hauptuntersuchung läuft dann auch im Juni nächsten Jahres ab und wie gesagt, ob das denn eine nächste Periode gibt, in dem das Fahrzeug unterwegs ist. Wir wissen es noch nicht, wir drücken die Daumen, aber eine Gelegenheit, sich das alles mal anzugucken und auch den echten Betrieb von Wasserstoff bei der EVB sich anzuschauen, das bieten wir dann im April 2023 und alle Infos zur Fahrt dann auch bei uns im aktuellen Heft. Ja, das Heft heißt Der Schienenbus, gibt es in den Bahnhofsbuchhandlungen oder auch übers Internet kann man es ja auch bestellen bzw. abonnieren. Außerdem in eurem Heft geht es um die Bundesverkehrsfinanzierung. Jetzt sind wieder mal Zahlen rausgekommen, wie viel Geld für den Ausbau und die Investition in die Straßen im kommenden Jahr ausgegeben werden soll und wie viel Geld nur die Eisenbahn bekommt. Und da das geht wie immer sehr auseinander. Das kennen wir ja eigentlich schon so aus den vergangenen Jahren, aber eigentlich sollte sich das jetzt mal langsam ändern. So steht es nämlich auch im Koalitionsvertrag. Genau, das haben wir mal uns genauer angeschaut. Es fällt ja auf, alle reden von Klimaschutz, Verkehrswende und auch der Koalitionsvertrag der Bundesregierung, der sogenannten Ampel, hat ja festgeschrieben, dass mehr Gelder für die Schiene als für die Straße ausgegeben werden sollen. Nun hat die Allianz pro Schiene sich das mal genau angeguckt und den Haushaltsentwurf, muss man noch sagen, für 2023 betrachtet und da steht drin, dass für die Straße dort immer noch erheblich mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden als für die Schiene. Wenn man sich veranschaulicht, dass bis zum Jahr 2030 die Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr, also inklusive Schiene, verdoppelt werden sollen und wir im Jahr 2023 noch nicht mal genügend Geld zur Verfügung stellen, sondern real eigentlich den Straßenbau noch weiter fördern, dann passt das alles nicht zusammen. Und wir berichten auch ausführlich über das Baustellenmanagement bei der DB, wo ja auch die Pünktlichkeitsrate in den Keller gefahren ist. Und das passt alles nicht zusammen. Also wenn man denn bis 2030 eine Verkehrswende realisieren will und heute das Baustellenmanagement nicht hinbekommt und obwohl die Leute zurückkommen, aber viele von denen verärgert, weil die Züge einfach völlig aus dem Takt fahren, aber perspektivisch auch kein Geld oder ausreichendes Geld zur Verfügung stellt, dann darf man ja natürlich die Frage stellen, wie die Ankündigung mit den Realitäten zusammenpasst. Ich reiche mal gerade die Zahlen nach. Die Allianz pro Schiene hat 3,86 Milliarden für die Straßen herausgesucht und 2 Milliarden dagegen nur für die Schienen. Das ist natürlich fast das Doppelte, was die Straßen bekommen im Gegensatz zur Schiene. Und ja, wir wollen einen Deutschlandtakt 2030. Der Verkehrsminister Wissing bremst den auch immer wieder aus, hört man so. Da passt das natürlich super dazu rein, dass die Schiene eigentlich nicht genug Geld bekommt. Ja, das ist auffällig, denn Herr Wissing hat ja nun auch gerade eine Pressemitteilung oder Pressekonferenz mit dem Bahnchef Lutz gehabt, wo er praktisch Herrn Lutz nochmal öffentlich vorgeführt hat und gesagt, das ist ja alles so schrecklich. Und jetzt ist die Pünktlichkeit und der Ausbau der Bahn Chefsache von Herrn Wissing. Wenn der Chef aber dann gleichzeitig im Bundesetat der Bahn kein Geld zur Verfügung steht, dann kann natürlich Herr Lutz am Ende auch keine Verkehrswende für Herrn Wissing liefern. Ich meine, Koch und Kellner, das passt in dem Falle nicht zusammen. Ich mache mir auch keinen Reim, wie das funktionieren soll oder wie man das bewertet. Das kann jeder selber natürlich machen. Aber angeführt wird vom Bund, ja, da gibt es noch nicht genug planungsreife Maßnahmen, die man jetzt umsetzen kann. Das wird dann vielleicht in Zukunft dann kommen. Aber es ist ja schon der zweite Haushalt dieser Regierung und im letzten Jahr war das auch so, dass die Straße mehr bekommt. Und wenn man das so weiterdenkt, wird sich da auch gar nichts ändern. Und da klafft einfach Anspruch und Wirklichkeit völlig auseinander.
Und wenn sich da nicht noch irgendetwas ändert, dann sehe ich diese Verkehrswende in den Sternen. Das funktioniert so nicht. Es geht ja nicht nur um den Bahnverkehr, in Investitionen, sondern noch viel schlimmer oder mindestens genauso schlimm. Es fehlen ja auch die Regionalisierungsmittel für den Betrieb von Bahnen und auch Bussen. Und es steht jetzt an, 2,5 Milliarden Euro sind für das 9-Euro-Ticket ausgegeben worden für 3 Monate. Es gibt bislang kein Folgeprojekt zum einen und zum anderen aber auch kein Geld, um die viel höheren Tankkosten und auch die Personalkosten, aber insbesondere für Treibstoffe aufzufangen, die durch die Ukraine-Kriegsentwicklung leider auf die Unternehmen einprasseln. Und es ist jetzt gerade herausgestellt worden, das sind 3 Milliarden Euro, die jährlich fehlen, um überhaupt den Status quo zu erhalten für den Betrieb. Und wenn da diese mindestens 3 Milliarden nicht nachgelegt werden, dann muss man mit Fahrplankürzungen ab Dezember spätestens bundesweit rechnen. Komischerweise kommt auch immer wieder mal das Argument, Eisenbahn muss wirtschaftlich sein, was man irgendwie schlecht nachvollziehen kann, wenn die Straße in jeglicher Hinsicht eigentlich oder der Straßenverkehr subventioniert wird. Naja, die Eisenbahn- und Schienenverkehrsunternehmen, die müssen natürlich bei neuen Projekten, das heißt natürlich, es ist eben so, eine sogenannte standardisierte Bewertung über sich ergehen lassen. Und so eine Bewertung muss immer einen Wert von 1 haben. Und das ist ein Verwaltungsinstrument aus den 60er Jahren. Das passt nicht in die Realität. Und es ist jetzt, und darüber berichten wir auch im aktuellen Heft, eine neue Verwaltungsvorschrift, wonach gute und zusätzliche Faktoren wie Klimaschutz, touristische Verkehre, demografischer Wandel jetzt auch einbezogen werden, die ÖPNV- und SPNV-Projekte, ich sag mal, realistischer erscheinen lassen. Aber jedes Projekt muss sich dieser Prozedur unterziehen lassen und im Straßenbau hat man nicht so den Eindruck, dass bei neuen großen Projekten danach Wirtschaftlichkeit geschaut wird, sondern das ist per se aus irgendeinem Antrieb immer wirtschaftlich, obwohl die Zahlen vielleicht gar nicht so gut aussehen. Und das ist auch eine Ungerechtigkeit. Da müssen aber die Verkehrspolitiker ran. Weil der Deutsche einfach sein Auto liebt, könnte man jetzt einfach mal mutmaßen. Das glaube ich gar nicht, weil es gibt viele, die glauben, dass der Deutsche so denkt. Es gibt aber viele Deutsche, die inzwischen gar nicht mit dem Auto mehr unterwegs sind. Es wird immer so getan, als wenn der Deutsche so denkt, ich bin auch ein Deutscher, ich brauche das nicht. Ich fahre ja mit Bahn und Bus und ich brauche eigentlich mehr Investitionen in Bahn und den ÖPNV. Und da sehe ich einfach eine Verzehrung und da muss in den nächsten Jahren erheblich was geändert werden. Wir sehen ja gerade anhand des 9-Euro-Tickets, dass Bahnfahren nicht zwingend unattraktiv ist. Es fahren sehr viele Menschen mit, die auch lange nicht mit der Bahn gefahren sind. Das muss jetzt natürlich auch irgendwie weitergehen, dass man die Menschen jetzt nicht wieder zurück ins Auto setzt. Das finde ich eine sehr krasse und auch spannende Sache. Das ist natürlich für die, die es umsetzen müssen, wirklich eine existenzielle Herausforderung gewesen. Aber im Ergebnis zeigt es doch tatsächlich, dass der Deutsche, da sind wir wieder dabei, ja durchaus umsteigt, wenn ein einheitliches Angebot existiert. Gut, 9 Euro, das dauerhaft auf dem Preis zu halten, 3 Monate, 2,5 Milliarden Euro Zuschuss durch den Bund, das muss man natürlich gucken, ob man das will oder kann. Aber im Ergebnis zeigt es doch, wenn man nicht in jedem Verbund ein einzelnes Ticket lösen muss, sondern man kann mit einem Ticket überregional fahren, dass das ein erheblicher Attraktivitätsgewinn für den ÖPNV sein kann. Ich glaube, da wird in naher Zukunft sicherlich einiges passieren. Und der Bund und die Länder unterhalten sich ja auch aktuell darum, wie kann das weitergehen? Gibt es Folgeprojekte, ja oder nein? Ja, eigentlich müsste es weitergehen, weil es ist gerade eigentlich eine super Werbemaßnahme, was so möglich ist. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, und das ist jetzt das Angebot für dauerhaft, könnte ich mir vorstellen, würde mehr passieren. Also mehr Leute würden mitfahren. Ich gebe aber zu bedenken, dass natürlich für die Region, wo der ÖPNV nicht so stark ausgebaut ist, bis jetzt noch nicht, da haben die Leute nicht viel vom 9-Euro-Ticket. Und es gibt natürlich Achsen in den Ballungszentren, da platzt der ÖPNV aus allen Nähten. Oder ich habe es erlebt, dass eben Leute mit ihrem Fahrrad sowieso nicht mitfahren dürfen, sogar teilweise, weil die von der Beförderung jetzt ausgeschlossen werden, aber eben auch Mobilitätseingeschränkte mit ihren Rollis da nicht unterkommen oder Leute stehen gelassen werden. Das ist natürlich alles andere als eine Werbung für den ÖPNV. Und da muss natürlich auch an den Kapazitäten von Fahrzeugen, Bahnsteiglängen und Taktungen nachgearbeitet werden. Das kostet alles Unsummen an Geld. Und da kommen wir wieder zu dem Schluss, wenn man aber das will und wenn man das Klima sich draußen anguckt,
Also dann ist es natürlich auch dringend erforderlich, dass da jetzt investiert wird. Und da kommen wir wieder zu dem Haushalt des Bundes, der Ampelregierung. Der bildet das nicht ab, leider. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Wenn ein Folgeangebot kommt, muss natürlich auch mehr Kapazität in Form von mehr Zügen, längeren Zügen und einem deutlichen Ausbau natürlich erfolgen. Aber das kann man ja vielleicht auch erstmal in den Ballungsgebieten machen und dann sich auf das Land konzentrieren. Das wäre ja dann schon mal ein Anfang und man muss es aber, man darf da nicht aufhören, wenn das dann erledigt ist. Dann muss es halt weitergehen. Und dafür ist das 9-Euro-Ticket eine ganz prima Sache, weil nämlich jeder über das Thema ÖPNV spricht. Und das kann einen Schub geben, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Das stimmt, man hört auch immer wieder mal, ja, jetzt habe ich das Ticket, jetzt will ich mal da und dahin. Der Wille ist da, mitzufahren. Jetzt ist die Politik am Zug. Also, wir haben Klimaziele, wir haben eine Verkehrswende vor, aber wir haben kein Geld. Das passt noch nicht so ganz zusammen. Da ist jetzt einfach die Politik am Zuge, da nochmal nachzusteuern. Darüber werden wir dann berichten in den kommenden Ausgaben. Ja, Michael Frömming von der Zeitung Der Schienenbus, vielen Dank. Vielen Dank, Gregor. Einige von euch wissen sicherlich, dass ich noch mehr Podcasts mache als nur Langsamfahrt. Beispielsweise das Comedy- und Satire-Magazin Quatschbrötchen. Da nehmen wir jeden Monat eine Stunde lang aktuelle und politische Themen aufs Korn. Übrigens, in der aktuellen Ausgabe waren wir auf einem Weingut an der Mosel und haben dort eine Sendung aufgenommen. Aber ich habe auch einen neuen Podcast, den ich euch gerne vorstellen möchte. Der Podcast heißt »Kein Bier vor vier« und ist ein Laber-Podcast. Hören wir mal rein. Es ist 4 Uhr. Es ist Zeit für das Feierabendbier. Hier ist der Podcast Kein Bier vor 4 mit Heiko und Gregor. Zusammen mit einer Freundin Heike spreche ich dann einmal im Monat über Erlebtes. Zum Beispiel auch Eisenbahnthemen, die kommen auch gelegentlich mal vor. Und wir beantworten in dem Podcast Fragen, beispielsweise, was ist für dich typisch deutsch? Und dann reden wir drüber. Die Fragen, die kommen aus einem großen Hut oder von euch, den Hörerinnen und Hörern. Der Podcast ist gedacht als virtuelles Kneipengespräch oder Gespräche zum Feierabend. Das Format richtet sich an alle, die gerade auf dem Weg in den Feierabend sind oder selbigen schon genießen. Der Podcast erscheint ab sofort monatlich, geht immer so 1,5 bis 2 Stunden und erscheint auf bierpodcast.de oder ihr sucht einfach mal in den einschlägigen Podcast-Portalen nach Kein Bier vor 4. Das Podcast-Cover ist übrigens eine Bahnhofsuhr und als Zeiger fungieren hier Bierflaschen. Bierpodcast.de oder ihr sucht mal nach Kein Bier vor 4. Heike und ich würden uns sehr über ein paar Hörerinnen und Hörer freuen. Wir berichten in diesem Podcast immer mal wieder über Reaktivierungen von Bahnstrecken und sprechen auch mit Initiativen und Vereinen, die sich für eine Reaktivierung von einzelnen Strecken einsetzen. Bevor eine Bahnstrecke reaktiviert werden kann, muss immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht werden. Das ist ein Verfahren, welches schon einige Jahrzehnte alt ist. Jetzt wurden die Rahmenbedingungen für diese Kosten-Nutzen-Untersuchung verändert. Jetzt könnte es für manche Strecken deutlich schneller gehen. Stellvertretend für alle Initiativen, die sich für eine Reaktivierung einsetzen, spreche ich nun mit einem Verein, den ich schon seit einigen Jahren beobachte. Ich spreche jetzt mit Manfred Lotz. Er ist der erste Vorsitzende vom Verein Lumdatalbahn e.V. Hallo Manfred. Ich grüße dich, Gregor. Ihr kämpft schon seit vielen Jahren für die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Lolla und Londorf, die sogenannte Lumdatalbahn.
Es gibt in Deutschland noch viele andere Initiativen, die für ähnliche Projekte für Reaktivierung von Bahnstrecken kämpfen. Und da ist jetzt ein neues Gesetz rausgekommen, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ein langer, sperriger Name. Worum geht's da drinne? Also das Gesetz wurde ja in 2020 wurde das Gesetz verabschiedet, dass also die vereinfachte Nutzen-Kosten-Untersuchung, diese Standardbewertung für den ländlichen Raum, sagen wir mal, unmöglich es gemacht hätte, eine Reaktivierung im Vergleich zu einer Strecke bei Frankfurt, wo es da mit Millionen von Einwohnern geht. Und bei uns geht es nur um vielleicht 20.000 Bürger, die das nutzen würden. Da wären wir ja schon zum ersten Mal im Nachteil, was sich dann in diese sogenannten Bewertungskriterien zur NKU, zu diesem Faktor 1, der erreicht werden muss. Da hake ich mal gerade mal kurz ein, bevor eine Strecke reaktiviert werden kann, wird eine Nutzen-Kosten-Untersuchung gemacht, die du gerade angesprochen hast, die NKU. Und die muss einen Wirtschaftlichkeitswert von über 1 erreichen. Also 1 ist irgendwie so der Punkt bis hierhin, alles darunter ist nicht wirtschaftlich, alles darüber ist wirtschaftlich. Und das ist erstmal die Vorbedingung, die eine Strecke erreichen muss, um reaktiviert zu werden. Und da wurden jetzt die Voraussetzungen, wie der Wert berechnet wird, geändert, kann man zusammenfassen. Das kann man so zusammenfassen, wobei die Lumdatalbahn da einen gewissen Vorreiter gespielt hat, als Pilotprojekt auch genutzt wurde für die neue Berechnung. Das heißt, das Land Hessen, die Initiative von dem Landkreis Gießen mit dem Land Hessen und das Land Hessen in Berlin in Gesprächen sich abgestimmt haben, um dieses neue Bewertungsverfahren zu aktualisieren, was auch sehr gut gelungen ist. Was hat sich denn verändert in diesem Gesetz, wie jetzt diese Nutzen-Kosten-Untersuchung berechnet wird? Was war vorher vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, was jetzt anders berechnet wird nach neuen Gesichtspunkten? Also für den ländlichen Raum ist es sehr wichtig, dass die sogenannte Daseinsvorsorge besser hervorgehoben wird, besser bewertet wird oder überhaupt bewertet wird, was vorher ja nie da war. Und dass die CO2-Bepreisung enorm sich verändert hat nach oben. Das heißt also, da spielt ein ganz wichtiger Faktor. Wie gesagt, auch die Nachhaltigkeit wird in bestimmten Bereichen anders bewertet. Und es wird nicht mehr so den Wert auf die Leute oder auf die Personen genommen, die das nutzen könnten, was einen großen Teil ausgemacht hat, was uns zum Nachteil gegenüber dem Frankfurter Raum gegeben hat. Jetzt haben wir ja einen Klimawandel. Wir müssen eine Verkehrswende schaffen. Und das ist ja so ein Punkt, Klimagesetzgebung, das ist in den letzten Jahren nicht wirklich ernst genommen worden, auch von vergangenen Bundesregierungen. Wie spielt denn jetzt der Klimaschutz mit in dieses neue Gesetz rein? Denn wenn wir eine Verkehrswende machen wollen, müssen wir mehr Menschen in den Zug kriegen. Das ist richtig. Nicht nur den Zug, sondern den ganzen ÖPNV. Die Mobilität wird neu berechnet und ist neu bewertet worden. Und Klimaschutz spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wie gesagt, die Nachhaltigkeit ist mit im Gespräch. Weil wenn ein Zug fährt, verbraucht er weniger wie Auto und so weiter und so fort. Wobei Auto im ländlichen Raum mit Sicherheit noch genutzt werden muss. Und das ist ein Hauptfaktor, der zu Buche schlägt, der auch für uns positiv wirkt. Jetzt nehme ich ja euch gerade stellvertretend mal für alle Vereine, die für eine Reaktivierung von der Bahnstrecke irgendwo in Deutschland kämpfen. Das sind ja doch sehr, sehr viele. Wie ist denn da jetzt so die Stimmung unter euch Kämpfern, Reaktivierungsforderern? Meint ihr, jetzt geht's schneller weiter? Jetzt liegen andere Berechnungsgrundlagen da? Jetzt sieht das Ganze auf einmal viel wirtschaftlicher aus? Also ich muss jetzt erstmal den einen Part abhaken, indem ich jetzt sage, die jetzt erst anfangen, ihre Strecke antragsreif zu machen. Die haben mit Sicherheit genauso einen langen Weg oder einen schwierigen Weg vor sich, der jetzt vielleicht einfacher wird wie bei uns. Wir sind natürlich schon in einer Lage, in einer fortschrittlichen Situation,
dass wir jetzt davon profitieren, von der Schnelligkeit der Antragstellung in Berlin auf die Bezuschussung. Das heißt, ich habe gestern die Möglichkeit gehabt, an einer Videokonferenz teilzunehmen, wo ein Bundestagsabgeordneter darüber referiert hat in seinen Parteigremien, der davon gesprochen hat, also dass man ja das Geld, was zur Verfügung steht, und die Strecken, die alle jetzt sagen, wir stellen den Antrag auf Reaktivierung, die müssen ja auch eine Vorplanung machen. Und dann wird hier dann auch nur weitergemacht, wenn die NKU erstellt werden kann, wenn sich da schon in der Vorplanung herausstellt, es ist sinnvoll und es könnte passen. Also alle Werte, die unter 1 sind, werden es schwierig haben, dann jetzt in die Förderung reinzukommen. Deshalb wissen wir ja auch noch nicht, wir waren ja bei 0,6 mit den alten Bewertungen und die mit den alten Bewertungen haben vielleicht die Chance durch diese neue Bewertungskriterien, dass sie auch in den Genuss kommen, wenn sie den Antrag jetzt schnell genug umsetzen. Und das hat man mir in Wiesbaden versichert, das wird getan, die tun alles Mögliche, um das jetzt spruchreif zu machen. Nur wie das Ergebnis aussieht bei der Lumdatalbahn, das muss man abwarten, wenn unterm Strich die Zahl rauskommt. Also ihr hofft jetzt einfach, dass mit die Bewertung wurde ja gemacht, ist aber jetzt neu noch nicht abgeschlossen. Wird jetzt mit den neuen Regeln, die zugrunde liegen, einfach nochmal neu bewertet und dann wird ein anderer Wert wie 0,6 rauskommen. Also es wird ein Wert rauskommen, der weit höher liegt als 0,6. Inwiefern wir 1 überschreiten oder wie weit wir an der 1 sind, das wird sich, die Werte liegen fest, die sind schon ermittelt worden. Die müssen jetzt nur noch in den neuen Antrag eingepflegt werden. Man hat mir in Wiesbaden gesagt, dass es etwas Zeit auch bedarf, aber man, sagen wir mal, noch in der Planung ist, was passiert mit den Dithia-Werken, das heißt RAI in Mainz-Lahr mit Güterverkehr. Das ist ja auch ein Faktor, der im Endeffekt sich positiv zu diesen Bewertungskriterien neuen auswirken würde in dem Faktor, der dann auch etwas höher wird. Also das ist eine Güterverkehrskunde, der an der Strecke liegt, der jetzt seinen Gleisanschluss eventuell auch wieder reaktivieren möchte. Der signalisiert hat, er könnte sich vorstellen unter gewissen Umständen und da ist das Land Hessen, das ist also ein sensibler Punkt, das ist das Land Hessen mit der Firma und auch mit dem Landkreis mit der Deutschen Bahn, was mir bekannt ist, in Verhandlungen. Was da passiert, also das sind Sachen, die intern ablaufen und die auch, sagen wir mal, keine Betriebsunruhe brauchen. Aber wenn die jetzt sagen, wir wollen den Gleisanschluss wieder haben, dann verändert sich natürlich der Wirtschaftlichkeitswert für eure Strecke gleich mal ganz signifikant, denn es ist noch ein zweiter Grund da, warum man eine Strecke reaktivieren kann. Ja, die Einnahmen werden steigen und das wird zu Buche schlagen. Ihr habt ja auch Kontakt zu anderen Vereinen in Deutschland, die für eine Reaktivierung einer Strecke kämpfen. Wie ist denn da so die Stimmung? Habt ihr da schon was gehört? Ja, die Dietzelstalbahn zum Beispiel, die halt ein Vorgutachten sich haben erstellen lassen, was dann so die Gemeinden mitfinanziert haben. Da sieht es nach deren Aussage nicht ganz so gut aus, aber die hoffen auch, dass man irgendwie davon profitieren kann. Nur halt, das ist sehr schwierig in der Geschichte Eisenbahn, da den richtigen Weg zu finden, wie kann man vorgehen, um dass es sauber abgehandelt wird und dass man effizient arbeiten kann. Wie komme ich zum Ziel? Und das ist die große Frage für diese, wir haben es ja durch, wir haben gekämpft Jahre, um zum Ziel zu kommen, wobei wir das Ziel immer vor Augen hatten, aber nie die Linie überschreiten konnten, weil es immer wieder irgendwelche neue Erkenntnisse gegeben hat, die halt dem geschuldet ist, wie halt der Amtsablauf ist.
Und das wird den neuen Strecken, die dort hoffen, nicht anders ergehen wie uns. Und die eine oder andere Strecke wird mit Sicherheit Erfolg haben, aber man kann nie sagen, jetzt im Voraus, wenn die NKU über 1 liegt oder liegen würde, schon in der Vorplanung, dann wäre das kein Problem. Jetzt mal angenommen, alles wird ja jetzt gerade nochmal neu überrechnet, eure Werte liegen ja vor, der Wert ist über 1. Was meinst du, wie schnell wird es gehen, bis eure Strecke dann reaktiviert wird? Da muss ja dann noch ein politischer Beschluss folgen, formal. Das ist richtig. Also wenn der Antrag gestellt ist, also das heißt, die stellen den Antrag, wenn die Zahl 1 erreicht ist oder 1 über 1 erreicht ist, stellt das Land Hessen den Antrag auf Förderung beim Bund. Und der Bund, das ist dann die politische Entscheidung, gewährt den Zuschuss oder gewährt den Zuschuss nicht. Wobei eigentlich jetzt in dieser Situation, wenn noch die Gelder da sind, wir mit Sicherheit davon profitieren. Dann muss das Land Hessen ja auch festlegen, wie die weitere Bezuschussung, weil maximal bis 90%, dann bleiben ja noch 10% über. Wie werden die 10% verteilt? Das ist die spannende Frage, die das Land Hessen klärt, ob das Land Hessen die 10% komplett übernimmt oder ob sie sagt, wir übernehmen auch 50% und die anderen 50% würde dann, sagen wir mal, auf den Kreis zukommen oder sie sagen, auf den Kreis kommt nur ein bestimmter Punkt zu oder der Kreis muss das und das machen. Also das ist eine Sache, die dann politisch entschieden wird, wo wir da jetzt, sagen wir mal, keinen Einblick haben, wie das weitergeht. Also es bleibt jetzt abzuwarten, was bei euch oder auch bei vielen anderen Strecken ein neuer NKU-Wert bei herauskommt. Dann gibt es den Antrag, dann muss der Bund entscheiden, ob er 90% davon übernimmt. Der Rest wird dann noch irgendwie aufgeteilt. Das Ganze ist geregelt worden im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, was jetzt zum 1.7. in einer Neufassung herauskam. Manfred Lotz vom Verein Lumdatalbahn e.V. hat uns da mal einen kleinen Überblick gegeben. Danke, Manfred. Ich bedanke mich, dass ich es tun durfte. Ich möchte den Podcast mal kurz unterbrechen für einen kleinen Hinweis. Dieser Podcast entsteht ehrenamtlich in meiner Freizeit. Ich finanziere den Podcast über Spenden von euch. Wenn ihr möchtet, dass der Podcast immer so weitergeht, verweise ich euch auf langsamfahrt.de/spenden. Dort könnt ihr mir den ein oder anderen Euro in den Hut werfen. Ich bedanke mich bei allen, die das immer mal wieder machen. Und insbesondere bedanke ich mich bei allen, die sogar einen Dauerauftrag eingerichtet haben und mir so monatlich eine Kleinigkeit zukommen lassen. Vielen Dank. Übrigens, wer den Podcast auf Podcast-Portalen wie zum Beispiel Spotify hört und dafür vielleicht sogar auch Geld an Spotify bezahlt, sollte wissen, dass Spotify Podcaster nicht für ihre Arbeit bezahlt. Podcast-Portale wie zum Beispiel Spotify verdienen Geld durch meine Arbeit. Und daher möchte ich auch mal ganz bewusst mit diesem Hinweis Podcast-Hörer auf Spotify und Co. ansprechen. Eine Spende muss auch gar nicht viel sein. Wenn jeder Hörer monatlich nur eine Kleinigkeit überweist, sei es 50 Cent oder einem Euro, dann kommt in der Masse ja auch etwas zusammen. Bezahlen geht übrigens auch über PayPal. Ich möchte meine Podcast-Angebote weiter ausbauen, auch bei Langsamfahrt. Da plane ich zum Beispiel eine ganze Menge an Extra-Folgen. langsamfahrt.de/spenden und so können Podcasts wie Langsamfahrt und einige andere Formate immer so weitersenden. Vielen lieben Dank. Auf dem deutschen Schienennetz wird viel gebaut. Zwar zu wenig, aber das kann man ja an anderer Stelle mal diskutieren. Durch Bauarbeiten kommt es immer wieder zu Sperrungen und umgeleiteten Zügen.
Sofern möglich, finden solche Sperrzeiten nachts, am Wochenende oder in den Ferien statt, um möglichst wenige Pendler zu belasten. Derzeit ist eine ganze Region von einem Ballungsgebiet abgehängt, wenn nicht sogar ein Bundesland bahntechnisch weitgehend geteilt. Der Großraum Mittelhessen ist auf allen drei möglichen Strecken nicht mehr mit Frankfurt am Main verbunden. Wie es dazu kommen konnte, was sich ändern muss und was man vielleicht daraus lernen kann, beleuchten wir nun. Ich spreche nochmal mit Thomas Kraft, Landessprecher für Hessen vom Fahrgastverband Pro Bahn. Hallo Thomas. Hallo Gregor. Es gibt gerade ein bisschen Chaos, um aus dem mittelhessischen Gebiet nach Frankfurt am Main zu kommen. Genauer gesagt, der Abschnitt zwischen Friedberg und Frankfurt. Da gibt es genau drei Möglichkeiten, nach Frankfurt zu kommen, die aber alle gerade nicht so wirklich nutzbar sind. Was haben wir denn da? Erstmal der direkte Weg. Der direkte Weg ist die Strecke komplett gesperrt. Dann muss man über Hanau fahren. Der Nachteil dabei auch noch, dass die Mittelhessen-Express RB 4041 in Hanau enden, dass quasi nur noch stündlich bzw. direkt zweistündlich Mittelhessen mit Frankfurt verbunden ist. Ein wesentlicher Nachteil für die Pendlerinnen und Pendler und auch die Nutzerinnen und Nutzer, die ansonsten in der Freizeit unterwegs sind. Und diese Strecke Friedberg-Hanau, die da gerade als Umleitung genutzt wird, die ist von der Kapazität jetzt auch nicht so wirklich der Brüller. Wenn dann da umgeleitet wird, ist dann da oft viel Stau auf der Strecke. Die Blockabstände sind sehr, sehr groß zum Teil. Und die Einfahrt in Hanau, die bremst auch nur aus. Das ist richtig. Es wird ja auch jetzt verstärkt als Güterzugstrecke genutzt. Dieser Abschnitt Friedberg-Hanau soll ja noch verstärkt werden, aber spätestens in Hanau ist ein Stück weit ein Engpass vorhanden. Aber hätte man sich frühzeitig damit befasst, wäre sicherlich mehr möglich gewesen. So ist wirklich ein Fahrgastengpass vorhanden. Welcher Mensch möchte denn unbedingt in Hanau aus dem Zug aussteigen, um in Frankfurt eigentlich an dem Fernbahnhof, sprich, wo man in den Fernzug steigen kann, an dem Hauptbahnhof oder am Südbahnhof, da möchte der Mensch hin und nicht nach Hanau. Jetzt ist diese Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Frankfurt und Friedberg schon recht lange. Da werden zwei weitere Gleise verlegt, um die S-Bahn zukünftig mal eigenständig zu haben. Also eigentlich eine vierte Strecke dann irgendwann, wenn es dann mal bis Friedberg sogar weitergebaut wird. Jetzt ist das alles schon sehr lange und es gab auch schon Baustellenphasen, da fuhren die Züge dann weiter von Hanau bis nach Frankfurt. Warum ist das denn diesmal nicht? Die Frage haben wir uns auch gestellt. Es wird damit begründet, dass die Strecke angeblich überlastet ist. Aber es ist ja jetzt nicht mehr Kapazität vorhanden. Wir haben schon kurzfristig jetzt nochmal Vorschläge unterbreitet, sind an dem Thema auch schon 2 Jahre dran, dass wir sagen, es muss eine sinnvolle Umleitung geben, wenn die Strecke komplett gesperrt ist. Wir hätten uns vorstellen können, auf der nordmainischen Seite über Maintal durchaus Kapazitäten miteinander zu verbinden. Jetzt hat es den Nachteil, dass dort die sogenannte RB 58, die als Nahverkehrsverbindung zwischen Hanau und Frankfurt über Maintal fährt, dass die jetzt von der Hessischen Landesbahn betrieben wird. Aber durch Vereinbarungen zwischen den Verkehrsunternehmen oder mit den Verkehrsunternehmen seitens des Aufgabenträgers RMV wäre da mit Sicherheit eine Lösung möglich gewesen, weil die Züge fuhren ja auch 2017, 18, 19 bis Frankfurt durch, die Züge des Mittelhessen-Express. Jetzt muss man ja auch dazu noch sagen, zwischen Hanau und Frankfurt gibt es ja sogar 2 Strecken, über die man fahren kann. Einmal das südliche über Offenbach oder das nördliche über Maintal. Ist eigentlich schwer vorstellbar, dass auf 2 Strecken, die dann da sind, eigentlich nicht genug Kapazität ist, um dann alle Stunde nochmal einen Zug weiterfahren zu lassen. So sehen wir das auch. Im Endeffekt sieht man ja, wenn ein Zug zu spät ist oder ähnliche Schwierigkeiten kurzzeitig stattfinden, muss ja auch ein Zug durchgeleitet werden. Kann ich einfach in Hanau oder in Fulda stehen bleiben? Die Möglichkeiten gibt es, insbesondere nordmainisch. Das südmainisch ein bisschen schwieriger ist, wo auch im Moment zum Teil Züge gefahren werden, die hier jetzt auf die Main-Weser-Bahn nacherfahren, was man nicht nachvollziehen kann. Ja, dort ist die Strecke schon eng über Offenbach. Dort fahren alle Fernzüge drüber, die von Berlin, von Hamburg kommen und weiter nach Mannheim wollen. Aber südlich und nördlich kann man ja dann durchaus überlegen, wie kann man die Kapazitäten so ordnen, sind natürlich auch andere von betroffen, dass die Mittelhessen auch an den Frankfurter Hauptbahnhof oder zumindest an den Frankfurter Südbahnhof kommen. Und gerade die Südstrecke über Offenbach, da ist nur ein Bahnsteig dazwischen. Also, und da hält ja dann jetzt auch nicht jeder Zug. Ja. Da ist man ja dann eigentlich auch schnell wieder weg. So ist es.
es ist ein bisschen ein vorgeschobener Grund und wir haben dadurch jetzt wirklich 8 Wochen zu leiden und genau in der Ferienzeit. Die Menschen haben jetzt noch bis Ende August die Möglichkeit, mit dem 9-Euro-Ticket zu reisen. Da wird quasi gesagt, Mensch, besucht die Frankfurter Sehenswürdigkeiten. Die Menschen werden ja abgeschreckt. Sie werden im Grunde jetzt schon abgeschreckt dadurch, dass der Doppelstockzug völlig überfüllt ist, die Möglichkeiten ja jetzt schon eingeschränkt sind. Und wenn dann der 9. Juli jetzt kommt, das wird wirklich ein Fiasko werden. So, jetzt gibt's aber noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar, wenn man von Friedberg nach Friedrichsdorf fährt und von dort aus nach Frankfurt. Es war eigentlich auch geplant, jetzt während der Bauarbeiten, dass eine andere Regionalbahn, die Regionalbahn 48, die aus Nidda kommt und auch einige Züge bis Frankfurt durchfahren, dass die sogar den Umweg über Friedrichsdorf nach Frankfurt machen mit Doppelstockwagen, um da einfach noch Kapazität zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist diese Strecke gerade auch nicht mehr wirklich nutzbar, wenn nicht sogar kaputt gemacht worden vom Angebot. Jetzt haben wir natürlich da eine aktuelle Schwierigkeit, dass die Brücke, die über die A5 führt, bei Oberursel, dass dort, beziehungsweise Eschborn, dass wir da eine Schwierigkeit haben, das ist klar. Aber wenn man mal zurückblickt, wann die Planung begonnen hat, dann hätte man durchaus, das ist richtig, den Zug von Nidda, was ja ein Dieselzug ist, auch über Friedrichsdorf und Bad Homburg umleiten können. Man hätte weitere Möglichkeiten schaffen können. Und wenn man mal ganz in die Historie geht, dann hätte man durchaus auch überlegen müssen, diese Strecke zwischen Friedrichsdorf und Friedberg auch zu elektrifizieren. Dann hätte man gerade im laufenden Betrieb viel mehr Möglichkeiten. Das Land Hessen weigert sich in der Hinsicht überhaupt tätig zu werden. Es wären Möglichkeiten gewesen, dort gerade Mittel zu akquirieren, um diese Strecke zu elektrifizieren, dort einen Lückenschluss zu machen. Dann hätte man durchaus auch sogar mit anderen Zügen bis Frankfurt durchfahren können. Und zur Brücke selbst, was jetzt die aktuelle Schwierigkeit ist, weswegen auch die S5 und die Taunusbahn unterbrochen ist. Es gibt ja an anderer Stelle ähnliche Situationen, dass Brücken beschädigt sind und dort wurde früher gehandelt. Warum man hier jetzt nicht handelt und ja, die Schwierigkeiten da sind, das erschließt sich einem auch nicht. Dauert anscheinend in Hessen alles ein bisschen länger. Also diese Brücke, die du da angesprochen hast, die geht über die Autobahn 5. Da ist vor Monaten mal ein LKW gegengefahren. Mehrere Monate später hat man überhaupt erst den Schaden festgestellt. Diese Brücke, die ist zum Teil jetzt abgebaut und man sagt jetzt, man kriegt nicht rechtzeitig eine Ersatzbrücke oder Stahl, um eine Ersatzbrücke zu bauen. Und deswegen hat man jetzt die S5, die eigentlich von Frankfurt Süd einmal quer durch die Stadt geht, weiter durch den Taunus, bis Friedrichsdorf geteilt. Zwischen Rödelheim und Oberursel fährt jetzt ein Zugteil und von Oberursel weiter bis Friedrichsdorf ist ein Zugteil. Das sind im Zweifel 2 Umstiege mehr, die man jetzt machen muss, um aus dem Taunus darüber zu kommen. Und der Abschnitt Friedrichsdorf-Friedberg, da hast du schon gesagt, der ist nicht mal elektrifiziert. Und sollte man das machen, wäre das ja auch die prima Entlastungsstrecke, die ja sogar noch kürzer wäre, wie über Hanau das Geeier da hinten rum. Das allerdings, es hat langfristig überhaupt keine Planung hier in Hessen gegeben. Und zur Brücke speziell, ein Beispiel in Mülheim an der Ruhr hat es einen ähnlichen Fall gegeben. Dort ist auch eine Brücke beschädigt worden. Da handelt es sich um die Fernverkehrsstrecke der Züge von Berlin nach Düsseldorf. Dort ging das innerhalb weniger Wochen, dass dort eine Ersatzbrücke eingebaut ist, das führt zwar zu Fahrplanverlängerungen, soweit mir dies bekannt ist. Der Zug kann jetzt nicht in höheren Geschwindigkeit dort drüber fahren, aber nichtsdestotrotz, es fahren Züge drüber, es fahren Nahverkehrszüge drüber, es fährt der Fernzug drüber. Warum das hier länger dauert, es erschließt sich einem wirklich nicht und es ist für die Fahrgäste wirklich eine Tortur. Es wird jetzt auf die U3 verwiesen, die ja von Oberursel nach Frankfurt fährt, aber da ist man ja viel, viel länger unterwegs, wenn man mit der U-Bahn fährt und auch noch, da muss man auch gegebenenfalls noch mal umsteigen. Es ist nicht nachvollziehbar. Der Fahrgast wird an vielen Stellen im Moment abgeschreckt. Also auf dieser Strecke, da fährt viertelstündig eine S-Bahn in beide Richtungen und morgens und nachmittags sogar noch Züge der Taunusbahn. Allerdings kein Fernverkehr, kein Güterzugverkehr. Sieht das jetzt vielleicht für die Verantwortlichen so aus, naja, das sind ja nur die paar Fensterzüge da, die Strecke, die ist ja nicht so wichtig.
also mit der Relevanz kann es wirklich auch was zu tun haben. Ja, die Bedeutung ist wohl höher, wenn eine Strecke im dem Fernverkehr von, betroffen ist oder ähnliches, ja, oder es liegt vielleicht in einer bedeutenderen Achse, auch in einer bedeutenderen Stadt. Ja, es mag vielleicht damit zusammenhängen. Ich kann es nicht, einordnen. Es ist auf jeden Fall ärgerlich und es muss dringend gehandelt werden, weil die Fahrgäste sind zahlreich außer sich an verschiedensten Stellen. Wir haben etliche Briefe bekommen, Mails bekommen, worin Menschen, die in Frankfurt arbeiten, Angst um ihre Arbeitsplätze haben, aus verschiedenen Gründen. Sowohl die Menschen, die im Taunus sind, die sagen, ich bin so lange unterwegs, ich habe Fehlzeiten, Fehlstunden, weil ich zu spät zur Arbeit komme. Das Gleiche gilt für Menschen, die hier oben aus dem mittelhessischen Raum, aus dem Land Dillkreis, aus Marburg-Biedenkopf kommen, die kein Jobticket haben, die in ja, prekären Arbeitsverhältnissen sind, die nicht unbedingt sagen können, hier, mein Arbeitsplatz ist sicher, ne, die alles wirklich nacharbeiten müssen und auch ja, vielleicht auch pünktlich und keine Gleitzeit haben, ja, die haben wirklich jetzt Angst um ihre Arbeitsplätze und das haben die uns geschrieben. Auf diese Schreiben, die auch an den RMV und an, andere Stellen gegangen sind, von den Personen selbst aus, ja, wurde ja nur mit Pauschalantworten reagiert. Gibt es eine Alternative, die angeboten wird? Man sagt jetzt, der ICE, der kann auch genutzt werden zwischen Friedberg und Frankfurt, der dann über Hanau nach Frankfurt fährt. Ist das eine Alternative? Der fährt ja jetzt auch nicht so oft. Ist natürlich auch, das kommt noch dazu, in den letzten Tagen größtenteils ausgefallen, an welchen Gründen das auch immer gelegen haben mag. Aber wenn er denn fährt, dann ist das natürlich jetzt unter den kurzzeitigen Umständen schon eine Alternative, weil wir kriegen ja jetzt so schnell keinen neuen Fahrplan her. Dann muss es aber anders gestaltet sein. Dann kann es nicht nur sein, und das fand ich schon ein bisschen makaber, bei Friedberg von Mittelhessen zu reden. Ja, also ich empfinde Friedberg nicht als Mittelhessen, sondern als Rhein-Main. Dann muss das Angebot den ICE zu nutzen, der alle 2 Stunden fährt, doch auch ab Marburg gegeben sein, dass man sagt, alle, die von Marburg nach Frankfurt fahren, können den ICE mitbenutzen. Besser vielleicht sogar die ganze Main-Weser-Bahn, aber zumindest Marburg-Frankfurt und dann auch die ja, Inhaberinnen und Inhaber des 9-Euro-Tickets, weil dort auch mittlerweile Situationen entstanden sind, dass Menschen ihre Jahresabos, ihre Monatsabos nicht weiter nutzen bzw. zurückgegeben haben und stattdessen im Moment die 3 Monate mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Ja. Diese Menschen, gibt es auch Internet-Chats drüber, dort ist nachzulesen, dass die jetzt sagen, ja, ich kann jetzt gar nicht in dem ICE fahren, den ich vielleicht sogar mit meiner Zeitkarte hätte vorher nutzen können. Ne? Man macht es immer dann falsch. Also von daher, das so einzuschränken, wer soll denn das dann nur zwischen Friedberg und Frankfurt Süd im Endeffekt nutzen? Aber selbst wenn man dann den ICE nutzen kann, ist das doch auch nicht genug Kapazität. Wenn dann ab Marburg schon die Leute mitfahren könnten, dann ist der spätestens in Friedberg voll, denn morgens zur Berufsverkehrszeit, da fahren die ja auch nur im 2-Stunden-Takt. Die Gefahr besteht. Ich habe auch nicht gesagt, dass es die optimalste Lösung ist. Ich hätte mir eine ganz andere Möglichkeit gewünscht, beziehungsweise wir haben deswegen ja auch sehr offensiv die Verfahrensweise jetzt kritisiert in der Presse und sehen das auch weiterhin so. Nur der Stand eine Woche vor der Vollsperrung ist halt so, dass man dann sagt, Mensch, versucht wenigstens das, was irgendwie noch geht. Also, dass der Zug natürlich dann unter Umständen voll wird, wie ein ICE, der freitags oder sonntags nach Berlin fährt, das ist natürlich eine große Gefahr, zumal er ja auch nur ein ICE-T ist, ja, mit leider auch geringer Wagenkapazität. Und die andere IC-Linie, die noch da wäre, die aus dem NRW-Gebiet kommt, von Siegen über Wetzlar Richtung Frankfurt, die endet jetzt auch nur in Friedberg. Also noch ein Zug weniger, der auch weiterfährt. Und die Leute, die dann da aussteigen, die müssen dann auf irgendwelche Regionalzüge umsteigen. Ja, so ist es. Dieser Zug ist ja sowieso eine Notgeburt oder Zangengeburt, wo man sagen muss, ob der eine dauerhafte Existenzberechtigung haben wird oder ob der dauerhaft gehalten wird, die Frage darf gestellt werden. Und jetzt ja, endet er in Friedberg. Welcher Mensch, der von Nordrhein-Westfalen kommt, mit ja, den doch etwas seltsamen Bahnstationen,
steigt dann in Friedberg aus. Der Zug wird völlig leer sein. Ne? Also den, der bringt eigentlich auch nichts. Ja, selbst wenn man jetzt sagen würde, man gibt von Dillenburg bis über Wetzlar und Bad Nauheim bis Friedberg dann diese Strecke frei für die Nahverkehrsfahrgäste, aber ja, dann stecken ja die Leute in Friedberg fest. Was fordert ihr denn jetzt genau, um diese Situation besser zu machen? Mehr Züge, die von Friedberg bis Frankfurt weiterfahren? Ja, also unsere Forderung ist weiterhin noch zu versuchen, ja, ob das noch möglich ist, je näher der Zeitpunkt rückt, Fragezeichen. Aber unsere Forderung ist weiterhin, über Maintal den Mittelhessen-Express zu führen, zumindest bis Frankfurt Süd. Er fuhr ja auch mal in einer Sperrung mal bis Stadion und hat dort gewendet, ob das jetzt so optimal war. Zumindest irgendwo muss er ja wenden. Ja, aber Frankfurt Süd ist halt eine Möglichkeit, um auch in die Stadt zu kommen. Und dass die Kapazität von Maintal, sprich diese RB 58, in der Zeit ausgesetzt wird und dass das von dem Mittelhessen Express RB 40 41 übernommen wird. Paare sind da. Es ist immer eine Sache, wie wird es mit den Verkehrsunternehmen abgesprochen? Man hätte ja auch durchaus sagen können, zumal ja der Mittelhessen Express in gut einem Jahr von der Hessischen Landesbahn übernommen wird. Es werde ein Teil der Garnituren fahren dann auch durch bis Mittelhessen. Es übernimmt zum gewissen Anteil wirklich dann die Gesamtstrecke, die Hessische Landesbahn mit diesen Zügen, weil der RB 58, die ja genauso in anderthalb Jahren auf der anderen Linie fahren werden. Also man hätte ja sogar so eine Art Probephase für den künftigen Mittelhessen-Express machen können. Dafür müssten allerdings Fahrzeuge schon da sein, was ja das sind. Ja, das ist noch nicht, aber es sind ja die Bestandsfahrzeuge da, der RB 58. Ja, die hätte man ja zumindest mal einsetzen können, wenn denn die Hessische Landesbahn beteiligt sein sollte. Aber irgendwie hätte man was machen können. Es funktioniert in anderen Bundesländern. Die Verträge, die Art und Weise, wie man hier Linienbündel, einzelne Linien im SPNV vergibt, das ist wirklich eine hessische Besonderheit und führt eigentlich überall nur zu Schwierigkeiten, die wir ja schon seit Jahren kritisieren. Und jetzt haben wir einen Nachteil, jetzt können wir nicht bis Frankfurt durchfahren. Ne? Wenn mir jetzt die RB 58, die kommt da aus der Aschaffenburger Gegend, fährt nach Frankfurt weiter, wenn wir die jetzt in Hanau enden lassen, was ist mit den Leuten, wie kommen die weiter? Oder sind das nicht so die Mengen? Ja, es gibt ja die RB 58 fährt ja auch zum Teil nur bis Hanau. So, erstmal haben wir ja nur von diesen Zügen gesprochen. Die andere Richtung, das stimmt in der Tat, da müsste unter Umständen ja, der eine oder andere Zug dran glauben, aber reden wir eher von Einzelfahrten. Je nachdem kann man ja auch, dafür haben wir es jetzt nicht ins Detail ausgearbeitet, wie auch wegen der Kurzfristigkeit, weil die Bekanntgabe, dass der Mittelhessen-Express nur bis Hanau fährt, das war hier irgendwann im Frühjahr. Das hat uns dann auch etwas überrascht und wir hatten das nicht so mehr auf dem Schirm. Und dann muss man natürlich sagen, dann ist es auch schwierig, da komplette Ausgestaltungen als Fahrgastverband dann zu präsentieren. Aber durchaus eine Möglichkeit zu sagen, Mensch, wie viel Fahrgäste kommen aus der einen Richtung, wie viele aus der anderen Richtung. Aus Unterfranken möchte ich behaupten, Aschaffenburg hat 70.000 Einwohner, das ist die größte Stadt da in der Gegend. Der Rest ist eigentlich eher ländlich geprägt. Hier reden wir von dem Raum Gießen, Wetzlar, Marburg, von drei Landkreisen mit zusammen 800.000 Einwohnern. Jetzt habe ich noch nicht mal den Vogelsbergkreis mitgerechnet. Also von daher und auch nicht den nördlichen Wetteraukreis. Das ist schon eine andere Hausnummer. Und dass man die vernachlässigt, ist wirklich bedenklich. Zumal ich sowieso sehe, dass der RMV eigentlich seitdem er besteht, das Interesse an Mittelhessen sehr, sehr schwach ausgeprägt ist. Was vielleicht auch noch eine Lösung wäre, der Mittelhessen-Express, der steht im Zweifel noch 10 Minuten in Hanau, bis er weiterfährt, bis dann die Trassenlücke da ist. Immer noch besser, wie dann da umzusteigen, denn man kann sitzen bleiben, man kommt weiter. Ja. Lösungen sind da. Ja. Die Menschen möchten nicht umsteigen. Das sieht man jetzt auch in einem anderen Zusammenhang, dass da gerade die Züge ausgelastet sind, was die langlaufenden Regionalexpresslinien sind. Die werden genutzt, die werden insbesondere von Fahrgästen genutzt, die wenig Geld haben, die sich kein Fernzugticket leisten können oder allenfalls, wenn sie es lange im Voraus bestellen oder buchen. Ja,
Das sind alles so Faktoren, weswegen diese Züge genutzt werden. Dann muss man an mobilitätseingeschränkte Menschen denken. Der Hanauer Hauptbahnhof ist jetzt nicht unbedingt das Eldorado für mobilitätseingeschränkte Menschen. Wie soll das alles da optimal funktionieren? Zumal auch die Strecke, die von Friedberg kommt, über das Gleis 101 direkt mit der nordmainischen Strecke verbunden ist. Das wäre ja muss über 2-3 Weichen gefahren werden, aber trotzdem relativ einfach möglich. Und vom Zeitaufwand, selbst wenn man mal 10 Minuten steht, die Menschen machen das eher mit, als wenn sie immer wieder umsteigen müssen. Das auf jeden Fall. Kann man den Leuten aus dem Taunus noch was Gutes tun, die gerade 2-3 Mal umsteigen müssen und da bis zu einer halben Stunde längere Fahrzeit haben, oder muss man das da jetzt leider hinnehmen? Man muss die Forderung erheben, dass Hessen Mobil zusammen mit den Zuständigen aus dem Bahnwesen jetzt endlich da beikommen und diese Brückengeschichte da hinkriegen. Also beziehungsweise ist jetzt die Autobahn GmbH, da muss beigekommen werden und das muss realisiert werden, weil es ist die einzige Möglichkeit. Daran sieht man auch, was es für Nachteile bedeutet, warum man jetzt sagen muss, der Abbau von Gleiskapazitäten, gerade auch in Hessen in den 1960er bis 1980er Jahren, war fatal. Da hätte man vielleicht die eine oder andere Möglichkeit noch. Also der Großraum Mittelhessen ist vom Frankfurter Raum quasi ziemlich abgekoppelt. Es fahren nur noch sehr wenige Züge dorthin. Die meisten der Züge, die enden vorzeitig auf einer völlig überlasteten Umleitungsstrecke. Thomas Kraft, Landessprecher für Hessen vom Fahrgastverband Pro Bahn, hat uns das alles mal ein bisschen erklärt. Vielen Dank. Bitteschön. Wie in jeder Ausgabe von Langsamfahrt stelle ich euch immer einen Museumsbahnverein vor. Dieses Mal geht es nach Hamburg. Dort gibt es regelmäßig Sonderfahrten mit historischen S-Bahnen. Ich spreche jetzt mit Dieter Stapel, Vorsitzender des Vereins Historische S-Bahn Hamburg. Hallo Herr Stapel. Hallo, guten Morgen, das ist richtig. Das Hamburger S-Bahn-Netz, das ist ja doch etwas spezieller. Man merke an, dass dort eine Stromschiene ist und eine Oberleitung nicht darüber vorhanden ist, so dass das Hamburger S-Bahn-Netz schon immer etwas eigenständiger war. Kann man das so zusammenfassen? Ja, man muss da natürlich ein bisschen ausholen, wenn ich das kurz machen darf. Na klar. Wir müssen zurück ins nächste Jahrhundert. Vielleicht ist es bekannt, der Hamburger Hauptbahnhof existiert ja seit 1906. In diesem Zusammenhang sind auch Strecken von Altona bis Blankenese zunächst eröffnet worden. Das sind aber Vorortsbahnen gewesen. Die waren mit Oberleitung elektrifiziert. Und zwar mit demselben System, mit dem auch die elektrischen Lokomotiven von Altona zum Hafen runtergefahren sind. Ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist, aber es gibt ja einen sogenannten Schellfischtunnel, der landet unten in Neumühlen an der Elbe. War ja damals ganz anders eigentlich als heute. Und dort ist so ein Wechselstromsystem entstanden. Dann hat sich dieses System eigentlich ganz gut bewährt, bis etwa 30er Jahre. Und dann hat man mal rübergeschaut Richtung Berlin. In Berlin gab es eine Gleichstrom-S-Bahn eher als hier in Hamburg. Die hat man als Beispiel genommen. Und so erschien 1939 der erste Gleichstrom-S-Bahn-Zug hier in Hamburg. Das war die Baureihe ET171, frühere 471, seit 68. Und mit diesem Gleichstromfahrzeug begann dann eigentlich der Ausbau eines Gleichstromnetzes mit Stromschiene 1200 Volt. Da erst. So ist die S-Bahn entstanden aus einer Vorortsbahn, wie das ja auch heute teilweise noch vorkommt.
Und dann wurden entsprechend die Fahrzeuge dafür gebaut, auch mit dieser Stromschiene. Und später gab es ja eigentlich keinen Grund, das nochmal umzurüsten. Denn Stromschiene war da, Fahrzeuge mit den seitlichen Stromabnehmern waren da. Und das gibt es ja bis heute. Nein. Also, es gibt seit einiger Zeit die S-Bahn-Strecke, die bis Neugraben ging, die sogenannte Harburger S-Bahn. Die läuft bis Neugraben mit einer Stromschiene. Und dort gibt es einen Systemwechsel, weil es durch die Entwicklung der Technik inzwischen ja auch zwei Systemfahrzeuge gibt. Karlsruhe hat das ja mal vorgemacht. Und wir können also die Hamburger S-Bahn, die kann weiterfahren bis Stade unter Oberleitung. Das sind dann Fahrzeuge, die einen seitlichen Stromabnehmer und einen auf dem Dach dann haben. Ganz genau. Die fahren also mit Stromschiene los, klappen die Stromschiene ein und setzen dann den Stromabnehmer nach oben. So muss man sich das vorstellen. Und da gibt es eine Abhängigkeit. Ist der Stromabnehmer unten nicht drin, lässt sich auch oben nichts anbügeln. Also ganz einfach. Das heißt, damit werden allerhand Grenzen gesprengt. So wie wir das Hamburger S-Bahn-Netz kannten, ist es nicht mehr. Dadurch, dass man eben mit Wechselstrom Oberleitung weiterfahren kann. Ja, und die Fahrzeuge könnten theoretisch dann ja auch bundesweit fahren. So ist es jetzt in der Theorie. So ist es. Und wir erhalten ja eine neue S4 und wir erhalten nach Bad Oldesloe. Und wir erhalten ja eine S-Bahn nach Kaltenkirchen, ehemals AKN. Auch die sollen mit Oberleitung, Fernbahnsystem elektrifiziert werden. Und die neuen S-Bahn-Züge, die bestellt sind, werden zwei Systemzüge sein. Ist denn da der ganz langfristige Plan dahinter, irgendwann alles auf eine normale Oberleitung umzurüsten? Das geht leider nicht, weil wir die City-Strecken, die Tunnelstrecke, die hat nicht das Profil für eine Oberleitung. Ja, so ein Höhenproblem. Ja, also es wird immer Gleichstromzüge mit Stromschiene geben. Wobei die Züge, die jetzt noch laufen, das sind ja die mit Drehstromantrieb, also ganz modern, denen ist es egal, was die als Ausgangsspannung kriegen, ob Wechselstrom oder Gleichstrom, das läuft. Da ist dann ein dicker Trafo hinter und der macht dann das, was die Motoren brauchen. Genau. Sie sehen es ja am besten bei den modernen E-Lokomotiven. Das sind Viersystemlokomotiven. Genau. Die können dann auch im Ausland mit anderen Stromsystemen fahren. Das wird einfach nur noch umgeschaltet und dann fährt der Zug weiter. Genau. Damals war es eben tatsächlich so, es wurde ein S-Bahn-Netz gebaut und es war das modernste mit der Stromschiene, was man so machen konnte. Es waren ja auch Hamburg und Berlin eigentlich mit diesen S-Bahn-Netzen da. Alles andere ist ja erst viel, viel später entstanden. Sie betreiben derzeit drei Fahrzeuge, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Fahrzeug der ersten Generation, den 171 oder später 471, die Baureihe 470 und jetzt neu dazugekommen ein Fahrzeug von der Baureihe 472. Fangen wir doch mal vorne an. In den 50er Jahren kam die Baureihe 171. Was ist das für ein Fahrzeug? Wie kann man sich den vorstellen? Das ist ein Fahrzeug, der ist geliefert worden in dem Hamburger Blau. Interessanterweise tatsächlich der erste schon 1939. Die fingen an 1940 zu laufen. Und zwar parallel zum Oberleitungsbetrieb. Das ging damals. Das hat sich dann erst ein bisschen verschoben. Eigentlich wollte man die alten Wechselstromzüge viel eher ersetzen. Das ist dann erst 1955 geglückt. Die sind alle geliefert worden in dem sogenannten Hamburger Blau. Wer das schon mal gesehen hat, ist aber auch, glaube ich, mindestens im Internet zu sehen und auch auf unserer Homepage. Genau, da sieht man ein Bild, das ist so ein dunkelblau, aber auch eher kein kräftiges Blau, eher so ein matteres Blau. Ja, genau, das Hamburger Blau, sagt man, glaube ich, auch. So sind eigentlich alle Züge, auch die Züge der Baureihe 470, geliefert worden. Diese Züge haben dann die Verkehre übernommen von den Vorortbahnen praktisch bis Ohlsdorf. Die haben die Verkehre übernommen bis Blankenese und von dort stationsweise weiter nach Wedel, wo früher noch Dampfzüge fuhren. Die Baureihe 471, von der wir sprechen. Und dann wuchs das Netz ja immer weiter. Und es kam eine neue Linie nach Bergedorf. Und für diese Linie hat man nochmal 5, 6 Züge der Baureihe 171 beschafft, weil die Baureihe 170 noch nicht so weit war. Aber dann kam quasi von 1958 bis 1970 die Baureihe 470 für die Strecken nach Bergedorf, für die Strecken nach Pinneberg, für die Strecken nach Ramühle.
Und das war quasi dann der Nachfolger, die heutige Baureihe 470. Ja, ganz genau. Die waren etwas agiler, die fuhren nicht nur 80, die fuhren auch 100, die hatten eine bessere Beschleunigung, konnten aber trotzdem gekuppelt werden mit der Baureihe 471 oder 171. Ja, eigentlich praktisch. Heute nicht mehr möglich, dass man die modernen Baureihen untereinander kuppelt. Heute ist das eine Sache der Software. Ja. Wenn Sie an die Syvex-Züge von Koblenz nach Saarbrücken und den dazugehörigen CFL-KISS nach Luxemburg denken, das sind auch zwei verschiedene Sorten, aber durch die Software passen sie. Das stimmt, die fahren gekuppelt und haben da einen interessanten Mischbetrieb, aber das sind ja eigentlich heutzutage eher die Ausnahmen. Ja, aber denkbar. Ne? Ja. Man muss es nur wollen. Ja, also das war damals ja wirklich noch nicht Gespräch. Es sollten tatsächlich die alten Wechselstromzüge, die sollten ausgemustert werden. Wurden sie auch bis 55. Dann der Zug der Baureihe 171, der im weitesten Sinne auch an eine Berliner S-Bahn erinnert. Das lief eine ganze Zeit sehr gut. Es gab dann tatsächlich immer so Feinheiten, die in einer Serie entstehen. Zuerst waren die Züge alle mit Klotzbremsen versehen und dann kam irgendwann tatsächlich die Scheibenbremse. Also die letzten Züge sind mit Scheibenbremsen geliefert worden. Unser Zug hat Scheibenbremsen. Wobei vielleicht grundsätzlich, es sind nicht unsere Züge. Wir benutzen sie, wir dürfen sie vermarkten. Die Züge gehören aber der S-Bahn Hamburg GmbH. Das ist dann quasi eine Dauerleihgabe. Ja, weil sie brauchen ja heutzutage, das Thema kennen Sie, sie brauchen immer einen EVU, um fahren zu können. Ja, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen. So einfach als Verein kann ja kein Verein fahren. Da ist immer irgendein Eisenbahnverkehrsunternehmen im Hintergrund. Und wenn es ein selbst gegründetes ist. Also heute, wie gesagt, brauchen Sie einen EVU. Und heute ist auch das Problem, Sie haben ja Nachschauen, Sie haben Fristen, Sie haben alles, was so abläuft und nebenher irgendwo bewerkstelligt sein und werden muss. Und das macht tatsächlich die S-Bahn Hamburg. Das heißt, die S-Bahn Hamburg ist dann aber auch sehr traditionsbewusst, diese Fahrzeuge noch so ein bisschen mit zu unterhalten und auch das Bürokratische dafür alles mitzumachen. Das stimmt. Die Hamburger S-Bahn ist sich aber auch der Außenwirkung bewusst. Das darf man nie vergessen. Ja, im Zweifel ist es Werbung für das Verkehrsmittel. Na, und wenn selber, also ich unterstelle mal, dass Sie selber auch mal Nostalgiefahrzeuge gefahren sind oder mitgefahren sind. Da werden ja immer Emotionen wach, das ist nun mal so. Und diese Emotionen gilt es zu wecken mit den Fahrten, ganz klar. Jetzt neu dazugekommen ist noch ein Fahrzeug der Baureihe 472. Die sind jetzt dieses Jahr ausgemustert worden, werden auch großteils gerade verschrottet, aber ein Fahrzeug, das wird auch durch Ihren Verein erhalten. Baureihe 472 ist noch nicht ganz ausgemustert. Es gibt insgesamt noch drei Fahrzeuge, einmal ein Versuchsfahrzeug für die digitale Schiene. Und dann gibt es noch zwei Fahrzeuge der ersten Serie, die stehen abgestellt, werden aber noch gefristet. Das hängt auch damit zusammen, wie die neuen Züge alle verfügbar sind und laufen. Die eiserne Reserve sozusagen. Ja, es sind tatsächlich nur zwei Züge, aber das ist eben mehr als nichts. Und unser Zug ist tatsächlich völlig auseinandergerissen. Der ist eigentlich ein Skelett, oder nicht unser Zug, aber der Zug der Baureihe 472 ist ein Skelett. Der erste Wagen ist jetzt in der ursprünglichen Farbe beige-blau wieder lackiert worden. Ja, und dann geht es jetzt darum, den Zug wieder zusammenzubauen, nach heutigen Vorgaben, Brandschutz, alles, was dazugehört. Das ist nicht ganz einfach. Man kann da nicht einfach alles reinsetzen, so wie man sich das denkt. Das geht nicht. Zumal die Züge ja auch so aufgebaut sein müssen, dass sie im Verkehr laufen dürfen, im Personenverkehr laufen dürfen. Ja, das ist ja eine reguläre Fahrt. Wenn ihr mit den Fahrzeugen eine Sonderfahrt macht, müssen ja trotzdem die ganzen Vorschriften eingehalten werden. Ganz genau. Sicherheit und so. Das ist natürlich, da ist kein Museumsfahrzeug ausgenommen. Das muss die kompletten Wartungen nachweisen können, wie ein Fahrzeug, was jeden Tag fährt. Ganz genau. Und es ist also tatsächlich Gesetz, es dürfen nur Lokführer der S-Bahn Hamburg oder der DB mit Baureihenzulassung fahren. Es darf kein Vereinsmitglied ohne Kenntnisse und ohne Zugehörigkeit zur DB fahren. Das geht also nicht. Nein, damit stellen wir also auch sicher, dass die ganzen Auflagen absolut wasserdicht sind. Und ich würde mal fast sagen, die S-Bahn Hamburg guckt euch da auch auf die Finger, dass das alles ordentlich gemacht wird. Weil die hält ja schließlich den Kopf dafür hin. So ist es.
Und wir haben aber jetzt 23 Jahre lang das hingekriegt. Ja, dann wird das auch weiterklappen. Sie sagten gerade, die Baureihe 472, das eine Fahrzeug wird gerade auch neu lackiert. Also das wird später wieder so aussehen wie im Ursprungszustand. Ja, das stimmt. Die Züge sind ja geliefert worden 1983, 84 für die Strecke nach Harburg raus. Und die waren alle, das war ja damals so, ab 74, 75 war ja auch der große Wechsel bei der großen Bahn, sag ich mal so. Da ist ja alles in beige-blau lackiert worden. Und davon ist dann hier auch der Regionalverkehr betroffen gewesen und die S-Bahn auch. Anders in Berlin, die ja da so eine Außenstellung haben und sich wünschen dürfen, was sie gerne hätten. Das geht bei uns nicht. Ja, Berlin hat eigene Farben und das sogar bei seiner neuesten Baureihe. Da ist Hamburg in letzter Zeit nur sehr rot gewesen. Ja, völlig. Haben Sie recht. Ja, wenn das Fahrzeug dann fertig ist, plant ihr dann damit auch Sonderfahrten zu machen? Das wollen wir tun. Allerdings natürlich, weil es so ist, nur auf dem Gleichstromnetz, da geht nichts anderes. Ja, natürlich. Na? Allerdings hat der Zug auch den Vorteil, dass wenn es so wäre, dass alle Züge betriebsfähig sind, könnte man einen Zug aus allen drei Baureihen kuppeln und fahren. Ach so, der wäre dann auch, der 472 ist dann kompatibel mit dem 470 und 471 in der Theorie. Absolut. So sind sie auch damals noch gelaufen. In den 80ern, 90ern. Alle drei zusammen. Kam nicht so häufig vor, wäre aber denkbar gewesen. Also es läuft auch 471, 472, es lief 470, 472. Das war täglich anzutreffen. Über den 471 hat der derzeit überhaupt Hauptuntersuchung? Weil wenn man sich so ihre Internetseite anschaut, sieht man aktuelle Fahrten immer nur mit der Baureihe 470. Das stimmt. Das ist auch, denke ich mal, Vorgabe und das ist auch eigentlich abgemacht und vertraglich gesichert. Die DB kann und möchte auch nicht, und das ist nachvollziehbar und damit werden wir auch leben, die kann nicht alle drei Züge aufarbeiten, hauptuntersuchen und fahren und fristen lassen. Das ist zu teuer. Die laufende Unterhaltung, muss man ja sagen, die ist zu teuer. Also es wird für den Verein und für die DB immer einen Zug geben, der aufgearbeitet ist, eine aktuelle Hauptuntersuchung hat und der fährt. Wenn wirklich mal zwei zusammen fahren, wird es tatsächlich Zufall sein, wenn sich Fristen überlappen. Das könnte jetzt passieren, weil der 470 darf noch bis Ende 23 laufen. Ja, Herbst 23. Und wenn der 472 kommt, kriegt er ja frische Fristen. Dann ist er mit 8 Jahren wieder dabei. Und das heißt also, wir hätten vielleicht einen Korridor von einem Dreivierteljahr, wo man die Züge theoretisch kuppeln könnte. Und ich vermute mal stark, das werden Sie auch machen. Ja, müssen wir mal gucken. Also wir brauchen denn ja auch immer entsprechendes Personal. Natürlich, ein Lokführer, das ist schon klar. Aber es geht um Gastrobereiche, Servicebereiche, Schaffnerbereiche. Da müsste ich ja auch immer Personal finden, um sowas alles durchzuführen. Jetzt haben alle drei Baureihen ja eigentlich den Nachteil, dass man nicht komplett durch den Zug gehen kann. Das sind ja immer drei einzelne Wagen. Das stimmt. Da ist das mit dem Personal ja dann auch wieder schwierig. Wenn Sie den Zug bewirtschaften wollen, dann kann man nicht mal eben was weiterreichen. Dann ist da eine Wand. Das geht dann erst an der Station. Das ist dann schon nicht so ganz einfach. Wir haben das also so, dass wir die Endstände, hätte ich jetzt fast gesagt, also wo die Führerstände sind, die Abteile, das sind ja Traglastenabteile, wo früher auch die Fahrräder und Kinderwagen standen. Da haben wir so Ecken draus gemacht, wo Gastro und tatsächlich Souvenir verkauft werden kann. In der ersten Klasse in der Mitte machen wir das nicht. Die ist also unser Schatz in Tüttelchen. Da bitten wir die Fahrgäste auch immer regelmäßig nicht zu trinken, nicht zu essen, weil die Polster sind heute kaum noch beschaffbar. Das heißt, die erste Klasse in der S-Bahn ist tatsächlich noch eine erste Klasse mit anderen Sitzen, nicht wie das heutzutage oft der Fall ist. Heutzutage haben sie ja die Baureihe 474, 472 und das sind ja reine rassige zweite Klasse Züge. Die Sitzabstände sind doch entsprechend. Die Baureihe 72 war tatsächlich die letzte Baureihe, wo die Sitzabstände in der ersten und in der zweiten Klasse unterschiedlich breit waren. Sie sagten, Sie arbeiten ja mit der S-Bahn Hamburg zusammen. Sind die Fahrzeuge denn dann auch bei denen in der Halle untergestellt? Ja, die werden in einer Halle abgestellt. Bei den Einsätzen werden sie vor den Einsätzen werden die Züge oder wird der betriebsfähige Zug
dann in das Werk nach Ohlsdorf. Ohlsdorf ist ja das große S-Bahn-Werk, geholt, durchgeschaut und für die Sonderfahrt dann fertig gemacht. Das passiert so, diese Abwicklung nach jeder Fahrt oder vor jeder Fahrt, je nachdem. Und dann gehen die wieder in die Halle. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Dann sind sie gut abgestellt und so Korrosionsschäden tauchen dann nicht wirklich auf. Ja, also die Halle ist nicht isoliert, sagen wir mal so. Sie ist also quasi so, dass Innentemperatur ist gleich Außentemperatur. Aber sie sind schneesicher abgestellt, sie sind regensicher abgestellt. Das ist ja schon mal mehr als, was man sich wünschen kann als Verein für den Erhalt der Züge. Wir reden immer wieder mal über das Thema Sonderfahrten. Was haben Sie denn in der Vergangenheit so an Fahrten gemacht? Wenn ich so auf Ihrer Internetseite rumklicke, finde ich was zu Stadtrundfahrten oder einer Grünkohlfahrt. Was machen Sie da regelmäßig? Also in letzter Zeit haben wir eigentlich relativ regelmäßig nichts mehr gemacht. Das war so ab März 2020. Ja, da haben ja alle nicht mehr viel gemacht. Corona kam dazwischen. Genau. Wir setzen uns eigentlich immer so zum Ende eines Jahres zusammen und versuchen eine Fahrtenplanung zu erstellen. So manch einer wird ja sagen, Mensch, das ist toll, jetzt schreibt ihr euch einfach schnell ein paar Eckpunkte auf und gut ist. Das ist nicht so, denn ein ganz wirksames, wirkungsvolles und leider vorhandenes Instrument für die Fahrtenplanung ist der sogenannte Baukalender der Deutschen Bahn. Ja, da Sie nicht mal eben eine Umleitung fahren können, ist der sehr, sehr wichtig. Ganz genau so ist es. Da können Sie dann schon ganze Äste eigentlich gar nicht mehr fahren oder dann eben nur zu einer bestimmten Jahreszeit oder Monat oder Woche fahren. Ansonsten machen wir Fahrten in den Sonnenuntergang. Wir machen Abendfahrten, wir machen Fahrten, Stadtrundfahrt. Das ist unsere Hardcore-Fahrt. Da werden alle Stationen und Äste abgefahren, die mit Gleichstrom abfahrbar sind. Das sind ungefähr 200 und Kilometer. Und das dauert auch 8 Stunden. Also da müssen die Leute schon wirklich gut beieinander sein. Sie werden natürlich versorgt mit Getränken, Speisen ist da. Aber es ist trotzdem nicht ganz einfach. Als nachteilig hat sich bei den Zügen erwiesen, sie sind ja keine Touristikzüge. Sie haben auch keine Toilette an Bord. Das geht nur über Bahnhöfe mit Toiletten. Ja, 8 Stunden ist schon sehr lang. Wir haben schon Fahrten gemacht nach Aumühle in den Sachsenwald. Da ist ein Restaurant, da machen wir im November eine Grünkohlfahrt dahin. Grünkohl satt. Mit denen haben wir auch mal eine Fahrt gemacht im Mitte des Jahres. Eine Spargelfahrt gibt es auch. Ja, und im Dezember fahren wir alle 4 Adventswochenenden mit dem Nikolaus an Bord und haben dann für die Kleinen eigentlich regelmäßig nicht nur die Route, sondern natürlich kleine Geschenke. Das kommt immer alles gut an. Ja, also man kann sagen, Sie fahren so ein bisschen zu den Außenbezirken hin, an die Stadtränder, dass ein bisschen Strecke da ist und innerhalb des begrenzten S-Bahn-Netzes eben. Ganz genau so. Und Fahrkarten kriegt man wahrscheinlich über die Internetseite und ich vermute mal fast dazu ist dann auch noch eine Platzreservierung dabei. Wir sind dazu übergegangen, es so zu tun. Bei den Sonderfahrten ja sowieso. Und es gibt auch Fahrten, die wir machen, da brauchen die Leute eigentlich nur einen sogenannten HVV-Ausweis, also hier vom Verkehrsverbund. Ein reguläres Ticket für die normale S-Bahn. Genau, ein reguläres Ticket, das geht dann auch. Machen wir auch. Wir sind jetzt durch Corona dazu übergegangen, die Plätze tatsächlich zu reservieren, um bestimmte Abstände und sowas alles einzuhalten. Das hat sich als sehr günstig erwiesen und das werden wir wohl auch beibehalten. Also es ist tatsächlich für jeden was dabei, also auch für die Kinder ist es okay, für die ist es dann immer noch ganz besonders okay, wenn der Weihnachtsmann da durchläuft. Für die Erwachsenen, da gibt es durchaus, wie gesagt, eine Menge Emotionen, die da geweckt werden. Ach guck mal, da bin ich früher immer zur Arbeit mitgefahren oder meine Schulzeit, also das ist schon eine interessante Sache. Ja, die Fahrten, die Sie jetzt so alle anbieten, sind dann natürlich alle mit der Baureihe 470. Der ganz alte, der hat ja gerade keine Fristen, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ja. Und zukünftig wird der 472 dann auch Fahrten übernehmen. Ja, also das wird der sein mit der längsten Frist, ganz klar. Wenn er sein Abnahmedatum kriegt, dann hat er wieder 8 Jahre Zeit zu fahren. Und dann werden wir mit dem fahren. Er ist zwar nicht uralt, aber er ist ja immerhin historisch und er ist ja, wenn alles durch ist bei der S-Bahn, tatsächlich ein Unikat. Es gibt da nur noch den. Ja, die Inneneinrichtung, wird die auch in den alten Zustand zurückversetzt, so alte Sitzpolster? Das wollen wir tun. Also wir werden es so weit wie möglich versuchen, in Zusammenarbeit mit dem Werk,
Das Werk ist da sehr positiv, muss aber sich zur Decke strecken natürlich, was eben Brandschutz und Ähnliches angeht. Aber wir wollen tatsächlich so die, das sind ja die 80er Jahre, da hatten sie braune Sitze und hellgrüne Wände und hellgelbe Stangen. Also das war ja damals so die Pop. Heute ist ja alles grau in grau und etwas gedämpfter. Aber das soll tatsächlich wieder so erscheinen. Hat man denn damals bei einer Modernisierung die Sachen aufgehoben oder muss das jetzt alles nachgebaut werden oder nachlackiert werden? Also Teile hat der Verein aufgehoben. In weiser Voraussicht schon mal damals. Ja, Sie haben ja dann immer das Problem, aufheben ist immer leicht gesagt, aber Sie brauchen auch ein Lager. Ja. Ne? Und Lager ist gleichbedeutend mit Geld, mit Miete. Also es ist alles nicht so einfach, aber das ist gut. Vereine kennen das Problem. Und wir haben also tatsächlich einige Sachen aufbewahren können für einen Wagen. Das kann aber mindestens immer als Vorlage dienen, sollte da ein Tischler oder Ähnliches noch gefertigt werden müssen. Wir wollen versuchen, ihn tatsächlich so in den Zustand 84 wieder hinzukriegen. Sie sagten immer, die S-Bahn gehen ins Werk der S-Bahn Hamburg. Macht ihr denn selber auch Reparaturen daran oder macht das wirklich alles komplett die S-Bahn? Also, damit der Zug fahren darf nach EBA, muss repariert werden, zertifiziert. Das ist der Verein nicht. Und das sind die Mitarbeiter des Werkes. Das heißt also, wenn der Zug Fristen kriegt, da muss ja irgendjemand für gerade stehen, unterschreiben, auch die Untersuchung. Das macht das Werk und deswegen ist auch tatsächlich das Werk dabei. Was wir machen dürften und auch wohl schon machen, dass man sagt, hier komm mal, diese kleine Fläche müssten wir mal lackmäßig ausbessern oder irgendwas in der Richtung. Das geht, aber dann mehr tatsächlich eben wirklich auch nicht. Wenn man jetzt in der Baureihe 471 oder 171 sitzt oder in der Baureihe 470, sind ja beides recht alte Fahrzeuge, gar nicht mal so weit auseinander. Der eine aus den 40er, 50ern, der andere dann Ende der 60er. Hm. Was ist das für ein Unterschied, wenn man innen drinne sitzt? Also relativ einfach gesagt, der 471, der hat ja noch so eine Art Abteilcharakter, also die hohen Wände, wenn sie einsteigen, also kein Großraumwagen, so wie jetzt der 472. Und der 470 zeichnet sich dadurch aus, dass dort also viel mit Resopar gearbeitet wurde, wenig mit Holz, praktisch gar nicht mit Holz. Wir haben im 471 einen Wagen so aufgearbeitet, dass der mit Holzlattensitzen läuft, also dass die Leute den Vergleich haben. Ein Triebwagen hat die Kunstledersitze, ein Triebwagen hat die Holzlattensitze. Und das, der 470 hat nur die Kunstledersitze. Und die Beleuchtung ist wahrscheinlich auch noch ein Unterschied. Ja, die Baureihe 471 hat ja die Glühlampen als Beleuchtung, die Kuppeln. Und die Baureihe 470 hat Leuchtstoffröhren. Wie man sie dann in der Zeit, wollen wir sie einfach mal nennen, Baureihe 71 von 1958, Baureihe 470 von 1969, sind die Züge. Da liegen also nur 11 Jahre zwischen, aber trotzdem hat er auch bei der DB die Triebwagen, die haben ja auch alle Leuchtstoffröhren gekriegt und Lichtbänder. Das ist tatsächlich so der Unterschied dabei. Beim 471 konnte man früher die Scheiben öffnen, runterziehen, kennt Sie von alten Nahverkehrs-D-Zugwagen. Und beim 470 haben Sie Klappen, es gibt dort nur noch Klappen, die man öffnen kann, Fensterklappen. Jetzt haben Sie ja immer nur mit einem Fahrzeug die Sonderfahrten. Gibt es denn auch irgendwie ab und zu mal eine Gelegenheit, euch zu besuchen oder eine Art Fest, dass man beide Fahrzeuge sich mal anschauen kann? Das ist eine gute Vorlage, sage ich mal ganz blöd, weil wir haben die Halle, wo die Züge drinstehen, die ist öffentlich nicht zugänglich, weil die in einem Teil des Werkes steht oder ein Teil des Werkes ist. Wir haben aber dieses Jahr am 3. September, gar nicht mehr so weit hin, in Ohlsdorf einen Tag der offenen Tür seitens der S-Bahn Hamburg. Und zu diesem Tag der offenen Tür werden sicherlich alle drei Museumsfahrzeuge gezeigt und sind begehbar. Und also ihr schließt euch dann dem Sommerfest der S-Bahn Hamburg an und also dem Tag der offenen Tür macht dann da etwas mit. Ganz genau so. Ihr Verein, die historische S-Bahn Hamburg, was sind das für Mitglieder, die da so mitmachen? Sind das alles Mitarbeiter der S-Bahn? Also als sich abzeichnete Ende der 90er Jahre, dass die alten Fahrzeuge ersetzt werden würden durch die neue Reihe 474, haben sich einige Personen, Privatpersonen,
und auch Mitarbeiter des Werkes, der DB, zusammengesetzt und haben gesagt, da müsste man wirklich was machen. Wir müssen versuchen, die Altfahrzeuge, mindestens ein Altfahrzeug pro Baureihe zu erhalten. Das ist dann tatsächlich mit dem Werk und mit der S-Bahn Hamburg so abgesprochen worden. Anders wäre es gar nicht gegangen. Und wir verpflichten uns tatsächlich eben als Verein, die Fahrzeuge zu betreiben und zum Betreiben vorzuhalten, weil auch die Geschäftsleitung durchaus auch Fahrten macht oder eben anregt, Fahrten zu machen mit Besuchern. Und wir haben einen Vertrag mit der S-Bahn, dass wegen der Fristigkeiten und wegen der Nachschauen, dass wir uns an die Kosten beteiligen. Also ganz ohne ist es auch nicht. Aber es läuft. Wunderbar. Und das finanziert ihr dann alles aus Mitgliedsbeiträgen und dann die Fahrteinnahmen? Soweit es geht, ja. Wir haben uns verpflichtet, eine Summe X pro Jahr aufzubringen. Die wird also, wie gesagt, durch Mitgliedsbeiträge, durch Fahrteneinnahmen, durch Verkäufe, all sowas erwirtschaftet. Und den anderen Part macht die S-Bahn Hamburg. Die stellt eigentlich die Manpower und die Stunden zur Verfügung, soweit es geht. Ja, Herr Stapel, ich wünsche Ihnen viel Erfolg zukünftig bei Ihren Sonderfahrten mit der Baureihe 472 und jetzt auch noch mit dem 470 und hoffe natürlich, dass gerade der 470 auch noch eine Weile fahren wird, auch wenn dann bald der neuere daneben steht. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch für die Anfrage. Das war wieder Langsamfahrt, heute die 28. Ausgabe. Ich verweise euch nun noch auf langsamfahrt.de, Ausgabe Nummer 28, und dort gibt es zu allen Themen noch weiterführende Links. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast jeweils unter @langsamfahrt. Die Musik im Hintergrund ist auch wie immer von DJ Tuvik. Der Titel heißt Die Bahn. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch, dass ihr meinen Podcast gehört habt. Und wenn er euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in den einschlägigen Podcast-Portalen, wie zum Beispiel dem von Apple iTunes, eine Rezension oder Bewertung dalasst. Das hilft dann anderen Eisenbahnfreunden, auf den Podcast aufmerksam zu werden. Natürlich hilft hier auch jede persönliche Empfehlung weiter. Zum Ende der Sendung nochmal der Hinweis, dass dieser Podcast ein spendenfinanziertes Angebot ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Hörerinnen und Hörer etwas dazugeben. Wenn jeder Hörer einen Dauerauftrag von nur 1 Euro oder 50 Cent einrichtet oder hin und wieder mal eine Kleinigkeit überweist, dann kann der Podcast und ich davon ganz gut leben. Bezahlen geht übrigens auch ganz einfach über PayPal. Vielen Dank an alle, die regelmäßig spenden oder es zumindest noch vorhaben zu spenden. Und das Ganze führt so weit, dass ich ein bisschen weniger arbeiten kann und mehr Zeit in Podcasts stecken kann. Damit verabschiede ich mich, euer Gregor Börner. Bis zum nächsten Mal.